Hallo, guten Tag. Nach einer Woche Pause geht's weiter mit White Russian. Also ich hatte ja irgendwie, ich weiß gar nicht, 5 Folgen hochgeladen, so vor ein paar Wochen, vermutlich 6. Und dann war ich halt immer gewöhnt, dass ich dann nur noch am Sonntag veröffentlichen muss und dann schreibe ich irgendeinen Scheiß auf WordPress und dann hat sich das. Und dann waren aber irgendwie diese Wochen um. Es hat sich ziemlich gezogen und dann war da einfach nichts mehr fertig. Das war. Da hatte ich Glück, dass da halt kein Sonntag in der Woche vorkam. Ansonsten wäre echt blöd gewesen. Aber gut, jetzt geht's weiter. Sind ja unten im Serverraum. Serverraum. Sind ja eingebrochen. Und es gab geile Soße. Und dann bringen sie es heute zu Ende. Und heute nochmal wird das Würfelprogramm etwas verwirrt sein. Und quasi für Flummi nicht typische und nicht angebrachte Ergebnisse aufzeigen. Das wird sich dann nächstes Mal ändern. Nächstes Mal ist es ja dann auch eine, also nächste Folge ist dann auch eine wichtigere Situation. Deswegen bin ich da auch nicht böse, dass dann erst nächstes Mal wieder alles so funktioniert, wie ich es auch eingestellt habe. Genau. Ansonsten viel Spaß und bleibt geil. Wir haben uns schon entschieden, was wir machen, Spielleiter. Dann mach doch erstmal die Aufnahme. Wir gewinnen. Wir haben uns einfach entschieden, wir gewinnen jetzt. User in your channel started Hinweis, der geile Virus, den ihr, sag ich auch geil, ne? Den Virus, den ihr bekommen habt, als ihr den Handwerker getötet habt von seiner Opposition, na nicht mal direkt von seiner Opposition, den ihr jetzt benutzt, um die Frau zur Strecke zu kriegen, die euch hasst, weil ihr ihn getötet habt. So, ne? Ja. Die 15 Minuten sind um. Oh. Ja. Des Weiteren, bevor ihr, nee, erstmal will ich hören, was ihr jetzt zu sagen habt. Na, was wir jetzt zu sagen hatten, war, dass wir uns jetzt erstmal entschieden haben, nur die Festplatte auszubauen und diese andere Tür erstmal unangerührt zu lassen und dann den richtigen Server zu suchen. Welche andere Tür? Die Dinger, die kleinen. Schließfachtür. Achso, okay, die Tür, ja. Weil wir nicht wissen, was da passiert. Gut, ihr bekommt eure 5-minütige Nachricht von Vicky. Es ist ein Ausrufezeichen und ein Dateianhang. Okay. Und das ist also eine Sounddatei. Und von wann? Jetzt. Okay. Erst hört man kurz nichts, damit noch schön viel extra Dateispeicherplatz benutzt würde, ne? Es fällt ja nicht auf, alles safe. Und dann halt, wie einer der Wachdudes dem anderen vermeldet. Hab gerade Durchsage bekommen, irgendwie ist hier der Server ausgegangen. Und die schicken jetzt da so einen Techniker, weil die irgendwie so 24-7 Stunden haben. Da kommt noch einer von unseren Leuten mit und dann müssen wir die reinlassen und Sicherheitsmaßnahmen werden dann drinnen ausgeschalten. Alter, kannst du mal einen Mund aufmachen beim Reden? Piep! Ficken! Okay, dann ist es keine Absicht, dass der Server aus ist, sondern es ist tatsächlich nur ein Versehen. Wir haben vielleicht die Notabschaltung initialisiert, als wir da die Tür aufgemacht haben. Oder sowas. Das kann sein. Praktisch, dann sollten wir uns jetzt eilen. Dann können wir auch die Türen aufmachen. Jojo baut jetzt das ergibt richtig viel Sinn. Wieso? Das gefällt mir. Naja, wir sind jetzt eh aufgeflogen, wir müssen jetzt eh weg, ganz schnell. Dann können wir auch die Türen aufmachen. Weil dann haben wir auch den richtigen Server. Ja. Dann baut Jojo jetzt die Festplatte aus. Alles klar. Ich verlange dafür keinen Wurf. Das ist nett. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass ich die Festplatte ausbaue und du, weil die Türen öffnest. Na, die Türen öffnen, das ist halt folgendes. Du nimmst da so einen Schlüssel, steckst den rein und drehst den um. Ja, eben. Achso, das ist schon ganz schön krass. Dann, das kann ich. Ja, ne? Also ich meine, du musst schon gucken, dass du den Schlüssel nicht abbrichst, weil du bist ein kräftiger Dude, ne? Und du bist eine Waffe und die ist hot. Nicht, dass sie schmilzt. Okay. Richtig.
In dem ersten oberen linken Schließfach sind ganz viele AR-Dokumente drin. Nimm mal mit. Jutti. In dem zweiten rechts oben dann sind Schmuckstücke drin. Nimm mal mit. Witz. Easy. Was machen denn da Schmuckstücke? Frage mich nicht, Junge. Ich weiß es auch nicht. Haben die RFID-Scanner? Können wir jetzt nicht sehen. Achso, stimmt. Richtig, wir haben das Ding aus. Ja, du denn, das Ding ist RFID abgeschirmt. Das egal, ja, wir nehmen die mit. Ja. Gut, in dem linken unten ist ein Vargas, der dir ins Gesicht springt. Ein goldener Vargas? Ja. ihr habt einen Vargas, herzlichen Glückwunsch. Ein Schoßhund. Ein Taschenvargas. Wir nennen ihn Walter. Jeder braucht einen Taschenvargas. Der kann grauen auf die anderen wirken. Deswegen kriegt ihr auch endlich einen. Also. Auf die anderen Vargäste. Links unten. Vargäste, geil. Entschuldigung. Boah, der kam das langsam. Das war witzig, ne? Ich hab das war tatsächlich witzig. Gefreut. Scheiße. Alter. Das gefällt mir. Das sind mir. Die anderen Bargäste. Oh Mann. In der unteren. Nee, ist okay. Ich muss sagen, ich muss auch ein bisschen zurückhalten. In dem unteren. Dingens. Ja, auch so Sachen. Nee. Easy. Ich weiß gar nicht, warum ich das gerade so witzig finde. Das ist wirklich sinnlos. Naja, sonst haben wir ja eher Qualitätshumor, oder? Wahrscheinlich. Das ist halt eine Ausnahme, also keine Ahnung, kann man schon mal machen. Das ist nicht mehr witzig, aber es ist einfach übelst geil. AR-Papiere, also sind's unten links. Noch mehr davon. Wir nehmen. Und rechts unten sind 4 Comlinks. Das ist geil. Die nehme ich auch mit, allerdings achte ich darauf, sind dass die alle aus sind. Die sind alle aus. Habt ihr das mitgeschrieben? So, jetzt hätte ich mal. Ich konnte gerade nicht, ich war gerade am Lachen. So, jetzt hätte man einen Störsender brauchen können. Hab's dir gesagt. Keine Ahnung, womit ihr nicht mitgenommen habt, ehrlich der gesagt. Der ist im Auto. Ich hab mir das angehört, den braucht man nicht. Ich dachte, inzwischen hätte ich meinen Standpunkt zu Störsender klar gemacht. Der ist im Auto. So, ganz viele AR-Papiere. Schmuckstücke und 4 Comlinks. Ich habe AR-Dokumente zweimal. Schmuck ganz und viermal Comlink. So. Ja. Hab's jetzt auch. Das Leben ist manchmal echt witzig. So. Mhm. Ja, dann, es kommt alles in die Tüte. Also in den Rucksack. Und dann geht's aber auch schon die Treppe wieder hoch. Ich guck mich hier noch kurz einmal ganz fix um. Mhm. Nee, das ist nichts Besonderes. So, werden wir raus... Folge beim Gucken. Nee, das ist noch nichts, also mit 2 Folgen immer noch nicht. Wir mussten ja auch warten, dass erstmal der scheiß Techniker kommt, ne? Also bis jetzt ist ja noch nicht viel Zeit vergangen, das ging ja jetzt alles ratzfatz. Denke ich auch. So, die mussten, Also ich meine, du hast jetzt die Nachricht nicht instant bekommen, weil die immer noch 5 Minuten bla bla. Aber ja, trotzdem. Klar, aber trotzdem. Die brauchen ja immer zumindest irgendwie 10 Minuten oder was weiß ich, bis die scheiß Techniker da sind. Und da ist ja auch nur ein Server ausgegangen, das ist ja prinzipiell erstmal nicht so schlimm. Schon verdächtig, erst gehen die Türen nicht zu, dann ist der Server, da draußen da drin sind 40 Grad, Junge, ich weiß auch nicht, was da los ist. Na, 40 Grad nicht, so ich heißt weiß, das, was du nicht meinst. Gemacht. Oder der Server ist halt nur aufgeschaltet, weil zu warm ist. Das kann auch nicht. Weißt du, wir haben die Future-Technik, aber Server kühlen, Alter, keine Ahnung, wie wir das machen. Na, Kühlung ist halt immer so ein bisschen defekt. Draufgelegt. Kann ja immer mal defekt sein, das, also. Ja. Ich war letztens im Serverraum, da war einen Tag lang diese blöde scheiß Kühlanlage in Betrieb und dann ist mir da hinter mir wirklich, der Server gerade eingebaut, patz, Kühlanlagen mit dem Kühlwasser quasi komplett gepatzt. Jetzt hast du so. Kühlmittelkrebs. Ja, und ich so, okay, Server wieder rausräumen, den packe ich jetzt mal in den anderen Raum. Das ist so scheiße, ey. So, gefällt genau, dann mir. Werden wir hochklettern, ja. Werden die Bodenplatte wieder schließen, vorsichtig, leise. Ja.
die Auslegeware zumindest wieder fix drüberlegen. Ja. So, dass es nicht so sonderlich auffällt, dass sie kaputt ist? Das kriegen wir nicht hin wahrscheinlich, aber das ist egal. Ja. Dann werden wir langsam nach draußen schleichen. Am besten wieder den Weg zurücknehmen, solange wir jetzt noch nicht aufgeflogen sind, die wir gekommen sind. Genau. Der lacht sich, der denkt sich wahrscheinlich gerade, oh Gott, warum machen die das denn? Doch klar, dass da jetzt jemand vorsteht. Aber alles andere ist laut und musste schnell gehen und das ist eigentlich bisher. Wahrnehmung und Intuition ohne Augen und Ohren. Nur das innigliche Gefühl soll euch zuteil werden. 5er Folge. 3er Folge. Minus. 5er Folge. 3er Folge. 5er Folge. Leute, minus. Die letzten beiden Würfel werden abgezogen. Minus 4. Die letzten 4er Folge. Habe ich noch 4er Folge. Stimmt, bei ihm werden die letzten Würfel abgezogen. Ich habe dann leider keinen. Ich könnte das schön nochmal würfeln, Kinder. Ich habe keinen Erfolg. Mhm. Ich habe immer noch einen Erfolg. Nächstes Mal musst du schneller sein. Okay. Du Meister. Alles safe. Alles safe. Super. Alles safe. Duty. Dann tapern wir langsam, aber sicher. Und wir sind alle cool. Coolsten von den coolsten. Tapern wir raus. Wir machen noch mal vielleicht ganz kurz, gucken wir, ob Okay, jetzt lasst mich mal ganz kurz mir einen runterholen. Was in dem Moment, die dachten ja, dass wir, die wussten ja, dass wir, wenn dann da, dass da die Tür nicht zu war, oder? Dann werden die doch klug sein und da gucken gehen. Nicht unbedingt. Die waren ja schon gucken. Okay, lassen wir dem Spielleiter die Freude. Genau. Ballern uns hier raus. Was ist denn durch? Ja, also wir schleichen tapper tapper langsam, aber sicher Richtung Notfallraum. Okay, ihr seht, wenn ihr ungefähr da so seid, ne? Ich sehe also nichts. Das ist eine schlechte Sache. Unter Studio 3, das ist also, wenn du hast rechts die Schnitträume, dann ist da ein kleiner Gang, ne? Ja. Und dann da halt unter Studio 3, ungefähr so am rechten oberen Rand des großen Eingangsbereiches. Wenn ihr da seid und ganz sneaky und geil lang baldowert. Gaban, du hast so ein ganz irgendwie, du hast ja wenig freie Stellen, Haut, ne? Mhm. Aber du hast Goggles oder sowas Geiles? Was hab ich? Goggles hast du, ne? Was für Goggles? Na, hier so ein Augen, ach nee, du hast ja Cyber-Augen. Mhm. Du scheißt ja auf so ein Gedöns. Okay, ihr habt wenig frei bedeckte Haut, aber irgendwie habt ihr so ein ganz leichtes Gefühl von einem Film. Nicht euer Schweiß. Das habt ihr auch. Schweißnaniten. Und das, was als nächstes kommt, ist, dass ihr seht, dass am Haupteingang, denn es ist ja nur von außen verdunkelt und verspiegelt, Rauch detoniert und Blitze. Draußen. Ja. Also vor den Wachmännern. Genau. Nicht bei uns. Nicht drinnen, draußen vor den Wachmännern. Ich hoffe, das ist nicht unsere Verteidigung, sondern irgendein Angriff von irgendjemand anders, aber das ist nicht gut. Wir beschleunigen unseren Schritt, um auf den Notfallraum rauszukommen. Sehr gut. Die Tür ist verschlossen. Ich mach die Tür auf. Gut, also sie ist erneut hard locked. Mach doch mal dieses komische Ding hier, du weißt schon. Warte mal, machst du das jetzt nicht auch mit Schlosser geöffnet? Ach, scheiße. Ja. Hardware und das ist... Nee, es wird auch mit Schlosser geöffnet. Das ist schon alles easy. Gut, dann habe ich das heute den ganzen Abend wieder mal vergessen. Das ist jetzt Logik und Schlosser, bam, viel Spaß. Ja, ist okay. MacGyver bekommst du dazu, weil das ist ja schon mal geknackt worden. Yay. Mach ruhig weiter, ich höre Schüsse draußen. Alter. Mach ruhig weiter. Ich ziehe übrigens meine Pistole und ich tue meinen Schalldämpfer oben drauf. Das müsste jetzt reichen. Ja, das reicht jetzt. Oh, das ist schon. Oh, jetzt bist du sogar übers Maß. Geil. Tür öffnet sich. Ohne Probleme. Jojo, du hast irgendwie das dreckige Gefühl, dass hinter dir jetzt aber wirklich die Manifestation beginnt. Oh. Ja, raus. Ihr hört auch irgend so ein schleimiges Fiepen. Uah. Weißt du, wie wenn.
wenn ein Kind, das geboren wird, ne, das ist ja auch sehr schleimig und das ist ja auch sehr alienhaft. Und das jetzt also Alien ist eigentlich der beste Vergleich, genau das. Wenn so eine Made geboren wird, aber nehmen wir geboren wird, aber nehmen wir an, sie hätte Stimmorgane. Ja, ne? Ich weiß schon. Das klingt. Ja. Und dann noch ein schönes. Können wir jetzt bitte rausgehen? Er hat gerade sein Date mit Freya simuliert. Wollen die ihm das nicht lassen? So, nee. Er kommt zur Äußerung, also geht in den Notfallraum rein. Du darfst bitte auch hören. Scheiße. Erwischt. Das ist nicht mal witzig, Mann. Ja, sorry, so hart. Ja, wir stolzieren quasi raus. Nee. Also. Es passiert also Folgendes. Ich will keinen Geist. Du kriegst aber einen Geist, Junge. Da war einfach nur da raus. Also nee, du kriegst eigentlich keinen richtigen Geist. Es ist jetzt so, ihr seht beide, die Tür ist ja noch verschlossen, das ist easy, die müsstest du vermutlich nicht mal. Also das Aufbrechen könntest du da durch Hand haben, weil du jetzt das Schloss einigermaßen kennst, dass Kaban seine Faust nimmt, einfach die in dem Gehäuse, ne, so, bam, und dann würde die vermutlich, kannst du die aufschieben, das gut. Allerdings ist es so, dass sich vor der Tür ein Film bildet, ein Film ist da falsch, sagen wir eher so eine gelblich-bräunliche Masse, ähnlich von so einem Kokon oder sowas, ja, die dann einfach quasi die Wand und die Tür langsam einnimmt. Durch die wir nicht durchkommen. Jo. Also, leider keine Ahnung, vielleicht kannst du durchlaufen, weiß es nicht, aber die sieht ziemlich fest aus. Ich gehe da jetzt durch. Jo, also ist eine ziemlich massive Wand. What? Ich mach die scheiß Strukturschwächungsdrohne an. Jutti. Gut, die scheint die Struktur zu. Organische Materialien sind natürlich viel härter für so eine Drohne, ne? War die Strukturschwächungsdrohne nicht dafür gedacht, dass wir ans Fenster gehen? Ja, aber hier ist kein Fenster. Das ist richtig. Das ist halt dieses große Tor. Das kommt jetzt überall, das Ding. Ja, ja, das ist richtig. Organische Materialien sind natürlich schwieriger. Nö, wieso? Solange sie starr sind, sind sie starr. Das ist egal, ob sie organische sind oder weil nicht. Die sind genauso spröde. Weil die unterschiedliche spröde. Dichte an unterschiedlichen Stellen haben und deswegen Resonanz da nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Aber dennoch ist ja die Funktionalität einigermaßen gegeben. Das Ding ist organisch, ne? Das sieht ziemlich organisch aus. Okay, ich nehme meinen Unterarmschlagring und schlage an das Ding rein und versuche da durchzuschneiden. Jutti, dann mach doch mal so einen Nahkampfangriff. Das kann ich. Das kannst du? Das hätte ich krass. Ich dachte mal bloß, du kannst Schaden einstecken. Was wolltest du sagen, Flummi? Ich sagte nur, zeig mal. Ach so. Ja, zwei Erfolge. Bam. Das Ding kann nicht ausweichen, das ist eine Mauer. Das Ding weicht aus, ihr geht durch. Also, wie viel Schaden sollen das so wären? Das sind dann 10k Grundschaden, PB-2 plus 2 Nettoerfolge, das wären dann 12k. PB-2. Und dann sag mal, dadurch, dass du eine Strukturschwächungsdrohne hast, sind das 16k, PB-2, okay, warte. Das ist eine harte Ansage. Also sind das 10k. Ja, also, du rupst da einfach ein Stück raus. Das ist jetzt natürlich noch nicht so, dass du da durchgehen kannst, aber danach trittst und schlägst und machst alles kaputt. Du musst nicht weiter würfeln, alles safe. Aber ich mag es, dass du es trotzdem tust. und bricht sich dann immer weiter dadurch. Jojo zieht ihre Knarre, falls sie braucht. Jo, und dann geht's quasi nach draußen. Jo, ihr schlagt das Schloss ein, drückt die Tür auf. Ja, vorsichtig, irgendwie ja. Okay. Wir geben Vicky Bescheid. Jo. Ihr kriegt einen Timer von ihr eingeblendet, 19 Sekunden. Okay. Mm.
Ich renne quasi an dem Tür zum Zaun und spring da drüber in Richtung Wiki halt. Ja, lass mal kurz chillen. Nee, falsche Zeit zum Chillen. Also ich werde mir erstmal jetzt ganz kurz was zu trinken holen. Was zu essen machen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Hat er nicht gesagt. Tobi, das schneiden wir raus. Hat er nicht gesagt. Also. Safe. Juti, ihr beide merkt so ein ganz leichtes elektrisches Fritzelblitzel auf der Haut. Ganz leicht. Wie als hättet ihr eine 5-Volt-Batterie angelegt. Macht es übrigens ein sehr geiles Gefühl. Früh noch mal Glaub aufstehen. Ich nicht. Doch, ist voll cool. Ist besser ich als weiß auf dem Elektro-Sound. Noch nicht. Ist das technisch oder ist das magisch? Jojo, das ist, jetzt, ganz das ist magisch jetzt technisch. Gucken. Gut, dann sind das wirklich scheiß Naniten. Oder RFID-Löscher oder so. Das müssen viele sein. RFID-Löscher aber oder spricht ja gar nicht. Dinger. Also, die Leute sind immer noch unten beschäftigt. Alles safe. Ihr springt über den Zaun. Dann kommt da das Auto schnell, sag ich mal, angefahren. Ach so. Jemand von euch würfelt mal bitte Reaktion und Logik. Nee, beide. Minus 1. 2 Erfolge. Jo, du hast dran gedacht, die Strukturschwächungsdrohne mitzunehmen. Danke. Du hättest auch dran gedacht, aber sie war schneller. Beauty, das Auto kommt, ihr hüpft da rein und fahrt weg. Schnell. Irgendwo hin. RFID-Löscher. Ja, RFID-Löscher irgendwo hin, wo schnell, keine Ahnung, irgendwas Ding sie macht ist. Den Störsender an. Danke. Wo genau? Irgendwo, wo keine Matrix ist oder was? Ja. Okay. Wir haben Naniten an uns. Oder irgendwie sowas. Alles klar, sie stöpselt sich ein. Dann fahrt ihr etwas zügiger. Ihr seid da, das heißt, okay, sie fährt in das Gebiet der Könige. Was? Durch das, was sagt. Hey, da ist Matrix-Zugang und Polizeipräsenz eher unterdurchschnittlich ausgeprägt. Scheiße. Was ist da? Habt ihr alles? Mhm. Was? Okay. Ja, wir haben alles. Alles klar mit euch? Sag mal, wo fährst du eigentlich gerade hin? Wir haben da Nieten an uns, das gerade nicht. Können wir das irgendwie loswerden? Keine Ahnung. Wir müssten erstmal gucken, ob das wirklich Naniten. Warte mal, ich guck mal. Sind das irgendwie Knoten? Jetzt kann Jojo ja mal gucken. Kannst volle Bude vergessen, dass du Naniten als Knoten identifizieren kannst. Selbst, also als Technomancer musste schon ziemlich episch dabei sein. Ja, okay. Ich als Technomancer musste sehr, 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 sehr episch dabei sein. Wie kriegt man scheiß Naniten von sich weg? Mit Nanitenfressern, was Naniten sind. Die also halten kommt nicht drauf an. Die halten eigentlich nicht so lange, oder? Kommt drauf an. Also ich meine, in der Zeit, die können schon durchaus eine Woche halten. Ja, dann gehen aber wir halt duschen. Die sind sogar noch länger. Das sind doch kleine Maschinen. Kann man da mit einem EMP oder Das können auch organische sowas Naniten machen? Sein. Nein. Das ist richtig. Also Nanitenfresser wäre eine Möglichkeit. Was anderes fällt mir auch nicht ein. Aber das ist ganz schön teuer und ich weiß nicht, wo man jetzt welche herkriegt. Ja, dann gehen wir erstmal Wir haben duschen, aber nicht das Gefühl, dass irgendwie sowas in unserer Haut ist, sondern nur oben auf, oder? Das würde man wahrscheinlich nicht mehr merken, aber doch auf Dauer, wenn es zu so viele sind, würde man es merken. Ich denke, Naniten haben eine Größe, wo sie auch problemlos inzwischen in deine Haut eingefahren sein könnten. Ja, wir werden uns jetzt einer chemischen Dusche unterziehen. Aber Strom macht die Dinger kaputt. Nein. Also ich meine, da müsstest du eine Stromstärke nehmen, die dich potenziell auch zerlegt. Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Das ist so eine Stromblutvergiftung. Erstmal chemische Dusche, wir können erstmal ein bisschen von den Dingern abkratzen vielleicht. Ja. Ist hier irgendwo eine Art Staffage? Niemals, wir sind im Königengebiet. Wir sollten übrigens gucken, dass die uns nicht über den Weg laufen, ansonsten wird's ungeil. Nee, ich bin auch extra hergefahren, weil das nur für Anwohner ungeil ist mit denen. Nee, Vicky. Ach so. Nee, das ist für alle ungeil. Outgame, nein. Doch. Hast also ich meine, wenn. Nein, die holen sich Mädchen, die dort wohnen und benutzen die für BTL-Porn und sowas und andere böse Sachen. Wenn du dort denkst, du machst nicht, was sie sagen, dann wird es auch für dich ungeil. Aber wenn du den Kopf schön unten hältst und dich brav verneigst und wenn sie ein bisschen Kohle von dir wollen, den Kohle gibst, sind die entspannterer.
Ach so, okay, dann habe ich das damals falsch verstanden. Nee, das ist... Dann habe ich nichts gesagt. Nee, die sind ja die besten und liebsten Menschen, Mensch. Ja. Ein Könige, Mann. Ja, echt mal. Das hat doch schon der Name. Aber was willst du da für eine chemische Dusche benutzen? Eine aus Salzsäure oder sowas, keine Ahnung. Funktioniert nicht. Nee, aber chemische Dusche wird auf jeden Fall mehr helfen, als nichts zu tun. Hey, Kaban, Jojo wird sich ja die Gorgels inzwischen abgenommen haben. Du hast ja Infrarotsicht, ihr seid ganz schön infrarot leuchtend. Ha, wir leuchten infrarot. Geil! Das ist witzig. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt in kurzer Zeit Nanitenfresser herkriegen sollen. Also das sind auf jeden Fall Leuchtnaniten, die uns rot leuchten lassen. Also infrarot. Dann könnte es aber auch Farbe sein. Ja, es könnte auch Farbe sein. Eine chemische Dusche wäre cool, wir könnten es probieren. Ja. Ist unsere, auch unsere Kleidung oder nur unsere Haut, die leuchtet? Ist auch eure Kleidung. Okay. Ja. Wir brauchen ein Safehouse und wir brauchen eine chemische Dusche, wo wir uns duschen können. Ja, oder erstmal irgendein scheiß Hotel oder so ein Kack. Oder keine Ahnung, ob das Auto inzwischen markiert ist. Das heißt dementsprechend, ja. Ich fahre euch zu einem Hotel, lass das Auto wegfahren, hol was aus Mustafa. Läuft. Okay. Ja, dann fährst du da hin, zum Motel. Das ist euren Ansprüchen sehr genügend, sage ich mal. Ich will nur duschen. Ja. Ach so, ja, geht schon. Kann man machen. Ja, Zimmermieten, bla, Punkt. Naja, klar, Zimmermieten. Du hast ja, das ist auch nicht mal, du hast nicht mal jemanden unten stehen, das ist ein automatisches Model. Wunderbar. Dann holst du was aus dem Staffershack, verschiedene Sachen, Backofenreiniger, all das ganze gute Zeug, ein paar Drahtbürsten, damit es richtig schubbert. Backofenreiniger auf die Haut, das ist gesund. Hey, vielleicht versucht man es. Er wollte eine Salzdusche nehmen, ja? Ja, irgendwelches Gedöns halt. Seife auch, ist aber für Langweiler. Drahtbürsten, damit es schön schrubbelt. Und was man sich noch so vorstellen kann. Gut. Jojo versucht erstmal nur mit Seife. Seife? Du kannst ja volle Bude vergessen. Ja, Multireiner. Halt, nein. Du verreibst es noch besser auf deiner Haut. Nagellackreiniger. Organisch, löst alles. Nicht alles, aber viel. Aceton, auf jeden Fall, yay. Ja, auf jeden Fall. Ja, muss ja nicht mehr Aceton sein. Das ist gesund, sagst du, ja? Nö, aber es ist weniger schlimm als Backofenreiniger. Ist aber auch ganz schön schlimm. Nö, es geht. Ich meine, dein Körper ist ziemlich rot, Junge. Quatsch, ist er nicht. Wieso ich habe auf der Arbeit den ganzen Tag mit Lösungsmitteln zu tun, mein Freund. Nein, ich meine, aber du musst es auf deinen ganzen Körper verteilen. Und trotzdem so wird es nicht rot. Nein, ich meine, du bist ja jetzt rot. Weil dein ganzer Körper ist im Wesentlichen ist es gut eingezogen. Ach so, das heißt, du musst ja. Deinen ganzen Körper damit tränken. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Das ist nicht gesund, aber danach muss man sich halt gut eincremen und dann merkt man auch nichts mehr. Also die Haut killt's jetzt nicht. Wenn du zu viel davon nimmst, ja, aber ansonsten. Und zu oft. Was soll denn da noch passieren? Na dann. Nagelreiniger. Easy. Läuft. Es geht ab. Es ist sicherlich nicht gesund. Allerdings kann man davon ausgehen, dass die Farbe auch nicht zwingend gesund ist. Ja. Ja, dauert halt alles, aber geht irgendwie. So, und danach duscht sie sich nochmal richtig, damit sie den scheiß Nagellackentferner vom Körper kriegt. Mhm. Und dann cremt sie sich ein. Das ist aber herzallerliebst. Das ist wichtig, siehst du. Ja, natürlich. Ich tue es ihr gleich. Weil ich muss meine Haut schonen, weil sonst gehe ich kaputt. Männlichkeit minus 5, wer hat sich eingecremt? Nach der Terrorbehandlung mit Nagellackentferner auf der Haut ist alle das... Alle safe, du bist ein Ort, du kannst gar nicht weniger männlich werden. Eben. Ich verstehe das doch. Ja, Mann. Ich bin halt so, ne? Bam, männlich. Mindestens. Oh, weißt du was? Hm? Jojo macht direkt hinterher den wunderbarsten hier Frischzellenkur-Zauber, alles Tote weg, ab dafür. Haha, so gut, das könnte sogar gegen die scheiß Farbe helfen. Nee. Das nicht, aber es hilft auf jeden Fall für ihre Haut. Es macht alles wieder frisch und wundervoll. Ja, richtig. Okay, Schätzmagier. Ja. Jo, du machst den Zauber bei dir und bei Kaban oder bei dir? Wir Kaban auch. Klar. Na dann auch hey, bei Kaban. Ihr hört beide das Maden-Fiebs-Geräusch.
Fuck it! Was? Tut mir leid, aber es ist einfach so gut. Sie guckt ja. Nochmal, sie Asgent, sie guckt in den Astralraum. Gibt's irgendwas, was irgendwie... Ja. Echt jetzt? Es gibt eine Verbindung. Inzwischen gibt es die. Die war fast kaputt, aber du hast halt diesen Zauber gesprochen. Kann ich die kappen? Das ist so geil. Würfel doch mal. Magie und Willenskraft. Ich hab 3 Erfolge. Hast du auf jeden Fall gekappt, Alter. Du hast nicht nur bei Kaban. Oh ja. Du hast ihn nicht nur bei Kaban und dir gekappt, du hast dem Vieh auch noch ihn mitgegeben. Bam! Dabei. Das ist gut. Ja. Gut. Wir sollten vielleicht woanders hin. Mhm. Okay. Wünsche. Weg. Ja. Okay. Am besten nochmal anders, irgendwie wohin, wo wenig Matrix, schlechte Matrix ist, keine Ahnung. Ja, die fährt man mal in ein anderes, eher unter geiles Gebiet. Da gibt's auch Hotels und Models. Da kann man auch, ne, wohnen. Ich gehe mit den beiden Mädels wieder aufs Zimmer. Ja, wir chillen jetzt ein bisschen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob noch irgendwo irgendwelche Verbindungen sind, ob irgendwo irgendein Shit ist. Ob magische Verbindungen irgendwo hin. Nee, ist nicht. Gut. Wir werden jetzt Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Richtig. Soll ich jetzt Nanitenkiller besorgen? Nur weil das eine oberflächliche Farbe ist, heißt das nicht, dass das nicht organische Naniten sind, die so eine Farbe produzieren können. Kann man das irgendwie rausfinden, ob wir Naniten im Körper haben oder nicht? Ich bin kein Doc. Kann ein Doc das rausfinden? Ich könnte mal einen Doc anrufen, ne? Das nicht, klug. Nicht der billigste. Naniten sind was, was nicht so einfach ist. Aber... Moment, damals hatte Olga doch auch schon mal rausgekriegt, ob Naniten oder nicht Naniten im Spiel waren, oder? Das hatten wir doch schon mal, das Spielchen. Naja, mechanische, also elektrische hat sie auf jeden Fall ausgeschlossen. Organische sind ein bisschen über ihrem Budget, weil da brauchst du halt ein richtiges Untersuchungsgerät. Okay, also zumindest elektrische weiß ich jemanden, der die ausschließen kann. Organisch ist halt echt die Frage, ob das solche Naniten waren. Die sind doch saumäßig teuer. Normale Naniten sind auch saumäßig teuer. Also ja, die sind nochmal viel teurer, aber fangen die irgendwo auszusprühen oder so. Ich weiß nicht, ob die so ein Budget hatten, ehrlich gesagt. Na gut, wer weiß, was die da unten gelagert haben. Also wir wissen jetzt, was die da unten gelagert haben, aber... Ja. Ich könnte das Einfachste, was mir einfällt, sind irgendwie Abführmittel und zwar in richtig großem Maß, weil die ja vom Organismus auch abgestoßen werden. Dann müsst ihr halt die nächsten Tage auf jeden Fall. Ja, das ist tatsächlich so. Oder willst du ausbluten? Dadurch gehen Naniten tatsächlich relativ schnell weg, weil sie verstoffwechselt werden. Aber, hä? Aber doch nicht durch Abführmittel. Doch, weil der gesamte Organismus dann angeregt wird, die abzustoßen. Durch Abführmittel wird der Wasser, das ergibt doch auch keinen Sinn. Entschuldigung. Viel Wasser und viel Abführmittel, damit man entschlackt quasi. Wenn du musst natürlich viel Wasser dazu trinken, klar. Aber theoretisch, wenn du viel Wasser trinkst und dann ordentlich alles gleich wieder rausbläst, wird doch das Blut auch öfter gereinigt, oder? Quatsch. Klar. Nein, OT, das hat mir aber mein Arzt gesagt. OT, Abführmittel wirken nur lokal im Darm. Das heißt, das alles, was... Klar. Ja, aber das regt den Organismus nicht an, schneller zu verstoffwechseln. Dann hat mir mein Arzt also Scheiße erzählt. Also, wenn du viel trinkst, im wird natürlich mehr Wortes. Durch die Nieren gefiltert. Das ist richtig, aber... was im Darm ist, ist im Darm. Und die Verstoffwechselung funktioniert anders. Die funktioniert echt wo ganz anders. Alles, was du verschluckt hast, ja, das aber ist... Aber die Giftstoffe werden doch zum Teil auch in die Scheiße eingelagert. Ja, aber damit nicht sie alle. Rauskommen. Und das macht aber ja, die nicht Leber. Alle, aber Naniten... Ja, Moment, aber die Leber muss die erstmal so umsetzen, dass sie da überhaupt hingehen. Das heißt, ihr müsst Schnaps trinken. Nee, weil das alles in Enzyme geht. Aber ihr müsst doch Schnaps trinken. Okay.
Die White Russian haben übrigens etwas gegen Ärzte. Nee, haben sie nicht. Ich also schon. Es gibt bestimmte Sachen, die werden auch unverstoffwechselt eingelagert, aber das kannst du so nicht anregen. Das hat damit nichts zu tun. Das Jut, funktioniert Vicky über hat bestimmt keine Ahnung und die kann sowieso nicht. Hört doch nicht Juti. Auf die. Aber das hat sie trotzdem gesagt, weil sie keine Ahnung hat. Ja, wir haben noch weniger Ahnung, glaube ich. Ihr habt genauso viel Ahnung. Naniten sind okay. Doch nicht die kleinen Dinger, Junge. Na, Jojo kann auf jeden Fall mal Olga anrufen. Die weiß bestimmt mehr. Jo, die geht nicht an. Na, blöde Kuh. Es ist mitten in der Nacht. Kaban, hast du nicht noch irgendeinen Doc? Hab ich. Ruf den mal an, frag den mal, was mit Naniten ist. Ich ruf den mal an. Alter, wenn du den Ivan auch wissen willst, ob die Scheiße von Dr. Baryshnikov wirklich funktioniert, dann lege ich jetzt wieder auf. Nee, eigentlich wollte ich was anderes fragen. Ich bin ja beruhigt, dass du mich deswegen wächst. Entschuldigung übrigens. Nee, die Frage war eigentlich, wenn es denn gegebenenfalls so sein könnte, dass ich eventuell in einem Nebel von Naniten stand, wie kriege ich das raus? Und wie kriege ich die Naniten raus, schnellstmöglichst? Gar nicht und kompliziert. Du gar nicht. Okay. Es kommt drauf an, was es ist. Also gerade bei dir, du hast verdammt viel Cyberware. Ja, also es hat uns in einen roten Nebel getaucht, quasi. Das hilft mir nicht weiter. Das ist vermutlich das Trägermaterial für Naniten. Ja, und unsere Haut war ganz rot und das wissen wir nicht ganz ja, genau. Ja, das könnte Trägermaterial sein. Okay. Wie kriegen wir das denn raus? Was muss ich dafür tun? Da musst du zu einem Doc gehen, der ein riesiges Gerät hat, wo er dich reinschieben kann. Hast du zufällig ein riesiges Gerät? Ja und nein. Warst du bei Dr. Baryshnikov? Witzig. Entschuldigung. Nee, ich hab sowas nicht. Weißt Scheiße, du, wie selten das du? Ist? Du? Also ich hab, Moment, wenn, also ich nehme mal nicht an, dass es die sind, die man so hat für ich bin krank geworden und dass du die im Nebel hattest. Nee, ich hatte wahrscheinlich eher so, hey, hier bin ich, Naniten. Ha, scheiß Partys immer. Richtig. Die wollen einen doch direkt eintacken. Du sollst ja auch nicht auf die Mittelschicht-Partys gehen. Ich hab dir gesagt, das sind keine Leute für dich. Die stehen einfach über dir. Und nicht auf die gute Weise. Aber was soll man machen? Die haben einfach die geilsten Partys. Wenn du das sagst. Ich kann dir da nicht helfen. Ich könnte überlegen, ob ich da jemanden kenne. Dann kann ich dich zurückrufen. Kannst du. Warte mal kurz, meine Freundin wollte gerade noch was. Nee, schon gut. Machen wir gleich. Okay, deine gut, Freundin? Dann. Mhm. Okay. Mein Schammer. Ich ruf dich dann nochmal an, oder was? Das wäre nett. Okay. Weiß nicht, viertel, halbe Stunde. Mhm. Danke, bis gleich. Ja. Meister. Oh. Ah, nee, geht nicht, scheiße. Was denn? Die Frage ist, ob ich mit einem Heilzauber meinen Stoffwechsel anregen kann, um so diese Fremdkörper rauszubuxieren. Heilzauber klingt schon mal nach einer Idee. Guck mal, da machen wir so haben. So, also das Problem an Gegenmittel ist, dass ich es vorher anwenden müsste. Entgiftung ist es auch nicht, weil es kein direktes Entgiftung, Toxin ist. Genau, Entgiftung ist es auch nicht. So. Aber also wenn du sie erhalten willst, könntest du stabilisieren zaubern. Ja, aber ich will sie nicht erhalten. Ich könnte vielleicht mit Attribut senken. Müsstest du nicht Attribut steigern und dann sowas wie Konsti nehmen? Das wäre tatsächlich, dann hättest du, ja, richtig Hunger und alles und müsstest insgesamt alles, ja, da würde ich tatsächlich sagen, da könnte ich mit mir reden lassen. Das klingt nicht dumm. Gibt's noch was? Logik steigern? Nee. Nee, aber wenn ich tatsächlich da quasi mit Gegenmittel arbeite, wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Ist kein Toxin. Nein, aber es hilft ja dem Körper,
Im Grunde genommen, na gut, Außer Toxine. Außerdem Gegenmittel ist doch vorher anwenden. Theoretisch wäre das vorher anwenden. Die Frage ist halt, ob ich damit irgendwie, was ich denn damit genau Entgiftung mache. Entgiftung wäre dann der Zauber der Wahl. Ja, dann wäre aber. Das ist kein Toxin. Ja. Ja, aber es ist doch sowas Ähnliches. Es ist im Grunde genommen auch nur ein Fremdkörper. Etwas, das nicht in den Körper gehört. Das funktioniert aber völlig anders. Ja, nee, es ist nur eine Frage. Also mit Attribut steigern wäre die eine Möglichkeit, dass ich es quasi darüber mache. Das scheint mir das Sinnvollere. Dann mache ich es über Attribut steigern. Ja. Dann zeig dir mal Kraftstufe. Wobei hier, Kaban hat dann ein Problem, ne, mit seiner Dingens hier schlechten Immun, mit seinem schlechten Immunstatus. Das läuft doch alles über die Dingens. Das läuft ja nicht über die Verstoffwechslung, über die Leber, sondern das machen ja, glaube ich, dann die weißen Blutkörperchen. Das sind ja quasi wie fremde Zellen. Alles. Dort, wo die Naniten sind, werden sie einfach zerhackt. Alle, dein ganzer Körper, jede einzelne Zelle, selbst die Hautzellen, ist zerreißen glücklich. Die. Das ergibt Sinn. Nee, pass auf, Kaban hat da natürlich schlechtere Karten, klar. Fällt mir gerade ein. Ja, ich habe da auch schon dran gedacht, ich wollte es nicht dem Spielleiter erwähnen. Jojo wird erstmal mit, na, der weiß das Verräterin. Doch. Verräterin. Das hätte ich jetzt volle Bude vergessen. Ich jetzt? Klar. Ich sag nie wieder was. Frag nicht nach Sonnenschein. Okay, ich werde jetzt mit Attributsteigern erstmal arbeiten und ich werde jetzt eine Kraftstufe 3 benutzen. Ich möchte mich jetzt nicht direkt... Erstmal auf mich. Das klingt vernünftig. Na, hält's, aber da war ich ja nicht so gut. Nicht so. Ein Erfolg, yay. Naja, immerhin. Ein Erfolg, jo. Jojos Haltung strafft sich ein bisschen. So, aber ich habe keinen Zug. Ja. So, dann probiert sie es auch nochmal bei Kaban. -2. Und da musst du, glaube ich, Stufe 7 anwenden, oder? Nee, du kannst es einfach so hoch. Also, jeder Erfolg ist halt, ne? Bla. Ist egal, wie viel du schon hast. Bei ihm bin ich besser. Kaban, Alter, du fühlst dich richtig geil. Du fühlst dich, als könnte dir jemand einfach einen Pflasterstein volle Bude gegen den Kopf schmeißen. Ah, nee, ich hab keinen. Das würde dich gar nicht interessieren. Ich hab jetzt Konsti 9. So gut. Ja. Beziehungsweise 8, 9 gegen Schadenswiderstand. Könntest einfach rausgehen und viermal um den gesamten Stadtbezirk rennen, dann würdest du sie noch schneller ausschwitzen. Das wäre eine Idee. So geil fühlst du dich, Junge. Das ist echt ein krasses Gefühl. Also wie wenn du im Fitti warst und dich dann voll aufgepumpt und geil fühlst und jetzt aber noch krasser. Geil. Du riechst auch gleich etwas moschusartiger und orkischer. Geil. Die Frauen werden dir zu Füßen liegen. Oder die Nase rümpfen. Nein, nein, zu Füßen. Kritik am Regime ist nicht erlaubt. Jojo guckt jetzt trotzdem nochmal alle durch, sowohl Kaban, auf dem liegt ja jetzt gerade ein Zauber, sich selbst. Sie guckt sich aber auch nochmal Vicky an, weil sonst ist da hinterher noch irgendwie... minus 4. Okay. Ein Erfolg. Das ging minus 4, Alter. Sie ist krank. Oh. Sie ist angespannt, sie ist mundan. Hm. Ach so, ihr seid nicht krank. Du siehst... Lass ich dich das einzeln würfeln? Das lasse ich dich nicht einzeln würfeln. Ja, ich könnte schon noch machen. Aber wobei, ja, okay, hinterher passt. Kannst, wenn du willst, dann mach noch mal. Aber auch wieder minus 4? Na klar, du hast ja 2 Zauber aufrechterhalten. Was? Attributsteigern ist doch kein Aufrechterhalten. Doch, ist es. Nee, das ist permanent. Fuck it. Das mache ich einfach so oft, bis ich alle körperlichen Attribute voll habe. Da musst du auch vorher ansagen, der erste Kaban oder du halt, ne? Klar. Okay, der erste Kaban. Kritischer Panzer. Nee, ein Erfolg. Okay, mach erstmal. Ich bin auch krank, juhu. Nee. Immunschwäche? Du bist aber nicht krank. Also ich meine, gerade nicht. Immunschwäche erkennst du dadurch nicht, mit einem Erfolg hast recht nicht. Kaban ist übrigens ziemlich hart vercybert, muss ich mal sagen. Ihr seid beide nicht krank, ihr seid beide nicht intoxicated. Okay, aber Naniten fallen die unter intoxicated?
Das ist so die Frage. Ich sag mal so, du hast halt noch nie irgendwie jemanden mit richtig vielen Naniten im Körper erscannt oder du wusstest es vielleicht doch, nicht. Doch, Naniten-Tattoos. Zählen nicht. Das ist eher wie eine Art Cyberware, weil die sehr konzentriert unter der Haut an einer Stelle sind. Okay. Die sind ja bei mir quasi fest, also in einem festen Bereich. Ja, ich weiß schon. Deswegen. Außerdem merkst du auch, dass natürlich du jetzt nicht hundertprozentig dich gut konzentrieren kannst, weil du halt gerade zwei Zauber aufrechterhältst. Ja, ist richtig. Ihr habt Hunger. Und damit meine ich, Jojo, du hast Hunger, als hätte jemand gerade vor dir eine Axt durch den Körper eines Menschen gezogen und er wäre in zwei Teile geklappt. Gavan, du hast einfach monströsen Hunger, Wildschweinhunger. Magst du uns was zu essen besorgen? Okay. Viel. Seid ihr sicher, dass ich... Okay. Wünsche. Egal. Schiwabschichi. Bei mich. Sie holt was zu essen. Schiwabschichi und, Sauerbraten und Kapslauch. Der noch mit Sonderwünschen, ey. Ich hätte gern Durs. Kaviar? Ja. Dör. Und falls ich nochmal in den Wald muss, auch ein bisschen Stockfisch. Borscht. Ganz viel Borscht. Juti, Hauptsache Futter. Sie kommt wenig später mit vier Familienpizzen-Trollgröße wieder. Die sie natürlich schwer tragen kann. Oh, na gut. Geilon. Die eine Schachtel ist hier auch perfekterweise runtergefallen zwischendurch. Das bedeutet, ihr habt einmal so einen richtig geilen Brei, den man mit beiden Händen rausklauben kann. Geil, den nehme ich. Wusste ich. Das Schwein ist wie ein Schwein. Jojo ist gesittet, aber viel. Gut. Sehr viel. Jojo viel. Nee, mehr als sonst. Noch mehr! Naja, du hast ja jetzt eine leichte erhöhte Konsti. Und die magische Konsti, die muss befriedigt werden, Junge. Okay. Dafür fühlst du dich ja auch richtig geil, Junge. Wir warten. Wie lange? Naja, mindestens eine halbe Stunde, bis ich Ivan wieder melden wollte. Ein paar Stunden. Ja, aber Ivan wollte sich ja gleich wieder melden, deswegen. Ja, aber wir können da zwischendurch auch mal nochmal kurz den Ort wechseln und dann, wir können jetzt hier erstmal bleiben, glaube ich. Ich habe zumindest die Umgebung im Auge. Okay. Dann können wir zumindest erstmal bleiben. Jupp. Meins? Ja. Jo. Jo. Ich kenne den Typ nicht. Mir wurde gesagt, der hat so ein Gerät. Ich weiß nicht, was das für ein Dude ist. Der ist in Donskoi und der will um die Uhrzeit halt 800, um euch da reinzuschieben. Um dich da reinzuschieben, verzeih. Und wenn dann Entfernung könnte nochmal teurer werden. Alter. Günstig. Ja, Alter, kenne keinen, der sowas hat. Ich bin ein einfacher Mann. Mit einem einfachen Beruf und du kommst mir mit Naniten. Entschuldigung. Zur besten Schlafenszeit. Es tut mir leid. Das musst du jetzt nicht leid tun, ist okay. Okay, gibt es da ein Hausmittelchen? Also wir haben jetzt gerade einfach mal gedacht, wir fressen uns jetzt einfach mal dick und hoffen, dass es alles ausgeschwemmt wird. Aber hilft das? Ich habe da habe ich Kreide geholt. Kreide? Je nachdem, wenn das irgendwie Naniten sind, die sich an Cyberware setzen, dann hast du verkackt. So einfach ist es. Wenn das organische sind, wird das sowieso relativ schnell vom Körper vernichtet, dann ist es so in zwei Tagen weg. Wenn das mechanische sind, dann dauert das ein bisschen länger. Kann helfen, ja. Aber je nachdem, es gibt auch welche, die sich an spezifischen Orten festsetzen. Dann kriegst du die dadurch nicht weg. Scheiße. Na dann,
Und du musst auf jeden Fall genau darauf achten, ob deine Cyberwehr normal funktioniert die nächsten 5 Stunden oder so. Okay. Ja, du, ne? Sonst werde ich vielleicht bald zum Kunden und nicht mehr zum Patienten. Chaka. Ja, dann danke für deine Hilfe. Shit. Was kriegst du für deine nachtliche Nachtruhe, dass ich dich da störe? Ich hau dir das nächste Mal in den Sack. Ja, okay. Darfst du. Der Typ ist teuer genug, wenn du zu dem hin willst, also. Hier kriegst du noch eine Nummer. Ja, eben, danke. Nur für den Fall, dass ich es mir überlege. Ja, na klar. Supi, danke schön. Aber ich zieh mir hier so einen dicken Fäustling an dafür. Mach's gut. Jo, gute Nacht. Schlaf gut weiter. Jo. Piep! Fuck. Ha? Fuck. Der will allein 800 Nguyen, um mich da reinzuschieben. Weil die würde das wahrscheinlich noch. Ich habe jetzt gerade erstmal nichts gesehen. Was ich mir jetzt machen kann. Ich kann jetzt nochmal alles. Oh, das ist anstrengend. Alles sausen lassen, was jetzt erstmal ist. Oder ich warte noch ein bisschen, mach das dann. Und guck dann nochmal, ob ich was sehe. Du kannst Dinge sehen. Ich weiß es nicht, vielleicht schon. Keine Ahnung, es ist zumindest möglich. Okay. Was ich sehen kann. Ich weiß es nicht. Würde ich einfach mal hoffen, dass du das sehen kannst, im Gegensatz zu 800 Euro ausgeben. Das wäre aber schon günstig. Können jetzt erstmal noch ein bisschen warten. Ich bemühe mich gerade noch irgendwie das Immunsystem ein bisschen anzukurbeln. Mhm. Damit es besser und schneller arbeitet. Deswegen bin ich quasi so hungrig. Genau. Okay. Warst du irgendwie draußen, Vicky? Outgame, was nochmal? Sie fragte gerade, Vicky, warst du irgendwie draußen? Wie draußen? Na, hättest du irgendwas abbekommen haben können? Nee, ich war eigentlich nirgendwo nah genug. Und ich bin ja nicht rot, oder? Nee. Naja, trotzdem. Naja, nee, gut. Ich war die ganze Zeit im Auto und immer weit weg. Na gut. Dann warten wir am besten erstmal noch ein bisschen. Und dann gucke ich nochmal. Okay. Kaban, du hast doch magisches Hintergrundwissen. Mhm. Gut, dass wenigstens einer Bescheid weiß. Das darfst du mal zusammen mit Logik werfen. Sag, dass ich Bescheid weiß, wenn ich meine 5 Würfel gewürfelt habe. Ich hab Bescheid, ich weiß Bescheid. Jo. Es ist Magiern durchaus möglich, Nanotech und Nano-Dings zu sehen. Es ist genauso wahrscheinlich, dass sie erkennen, dass jemand ein Technomancer ist, was, soweit du weißt, schon eher eine Herausforderung ist. Also eine ziemlich groß, also schon ziemlich krass herausfordernd ist. Okay. Soweit ich das gehört habe, ist das extrem schwierig, das zu erkennen. Traust du dir das zu? Also musst du dich wirklich übelst drauf konzentrieren. Ich kann es zumindest versuchen, oder? Ja, also dann, Das heißt, traue ich mir das zu? Ich mache den ganzen Quark jetzt seit nicht mal einem Jahr. Traue ich mir das zu? Keine Ahnung. Ich habe bis heute noch nicht rausgefunden, was ich alles kann. Okay, also das ist halt, soll extrem schwer sein. Hast du mal damals bei Billy sehen können, dass sie diese Gabe hatte? Nee, ich habe aber auch nicht so richtig drauf geachtet. Weil das soll so ungefähr von der Schwierigkeitsgrad ähnlich sein, das zu sehen. Also ich meine, dir springt wahrscheinlich so relativ ins Auge, dass ich quasi... So aussieht wie ein Krater, ja. Ja, genau. So, das ist so relativ offensichtlich, aber diese ganzen Kleinkrams, das soll so extrem schwierig sein.
Wie gesagt, ich kann es probieren. Das ist alles, was ich machen kann. Okay. Do you ding quasi. Ja, lass mal erstmal noch ein bisschen warten irgendwie und dann. Okay. Ja, Fiojo wartet jetzt erstmal noch, beschäftigt sich irgendwie. Ja, ich beschäftige mich damit, indem ich quasi magische Foren durchsuche, um halt eine Beschreibung. In einem Gebiet ohne Matrix. Verdammt. Niemand mag dich. Mist. Bin nur ehrlich. Jaha. Na, du kannst ein paar von Wikis Drohnen als Proxy benutzen. Deine letzte Matrix. Oder eher als Router. Ja, aber dann würde auch unser Signal durchkommen. Das ist richtig. Das ist nicht gut. Ja. Ich könnte Vicky damit beauftragen, dass sie damit mal sucht. Ich ändere meine Comlink-ID. Ich auch. Easy. Brauch ich, ja. Nee, ihr habt ja hier Schleier, ja. Dingsda-Chips. Schleicher? Schleier. Schleicher, ja, egal. Und da ist das, ich setze das voraus, dass ihr das ab und zu mal macht. Ist ja easy. Gut. Jo, wenn du wolltest ja eh was in der Richtung lernen, sie wird dir einfach zeigen, wie man das ungefähr macht, so, ne? Und dann kannst du damit in die Matrix gehen, das ist natürlich relativ sicher. Relativ sicher. Ist nicht das sicherste, aber ich meine, wow, das ist schon sicher. Das ist sicher. Hup, hup. Easy, na, da kannst du mal Computer und Intuition machen. Boah. Ja, heute ist ein Folgetag. Und wonach genau suchst du nochmal? Ich suche danach quasi nach Stichpunkten, wie denn Naniten in der Astralebene in einer Aura aussehen könnten. Jo, die Geister flüstern dir dann zu, dass, Scheiße. Dass du bestäubt wurdest. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel, aber du weißt ungefähr, worauf ich hinaus will. Das ist traditionsbedingt eher schwierig. Ja, aber die haben doch bestimmt irgendeinen Konsens an irgendeiner Uni. Nein, es gibt keinen Konsens. Es gibt nicht mal einen Konsens zwischen Hermetikern. Ja, ich meine, da gibt es ein paar Grundrichtungen bei Hermetikern. Das ist immer noch ein bisschen organisierter, aber dann wird es schon eher komplex und nervig. So. Ja, ich suche mir quasi die Grundregeln der Hermetik, also, beziehungsweise nein, eigentlich des Schamanismus raus, weil meine Mutter ja Schamanisten und ich kenne eigentlich eher das Ganze aus dem schamanistischen Bereich. Ja, ich suche nach den schamanistischen Ideen dahinter quasi. Super Sache. Du hast wenigstens was zu tun. Richtig. Ich finde bestimmt was Wichtiges. Ja, nach ein paar Stunden lässt Jojo die Attributsdinger fallen. Sie zaubert. In der Zeit wart ihr mindestens 70 Mal auf Ton. Nein, aber, ne? Kaban? Wir haben noch gar kein Abführmittel genommen. Nein. Das war jetzt auch nicht ernst gemeint. Kaban, plötzlich fühlst du dich ziemlich traurig. Also ich meine, dir ist klar, dass du genauso geil bist wie vorher und deine hotte Waffe die Schlüssel zum Schmelzen bringt. Easy, easy. Aber im Gegensatz zu den paar Stunden vorher ist das schon. Es lässt einen sehr schalen Geschmack zurück. Man möchte schon gern wieder so geil sein wie vorher. Du merkst schon, das Herz schlägt ein bisschen langsamer jetzt wieder. Nee, schneller. Eigentlich ja, genau, schneller, weil es ist halt schon scheiße und es ist alles anstrengender. So atmen und so. Pfui! Ey, hast du das gerade beendet? Was? Hast du gerade den Zauber beendet? Ja. Mann! Das fühlte sich schon ziemlich geil an. Weißt du, wie nervig das auf Dauer ist? Das ist anstrengend. Weißt du, wie cool sich das anfühlt die ganze Zeit? Ja. Ich weiß schon? Aber auch, wie anstrengend das ist. Ja, pff. Damit kann ich leben, dass es für dich anstrengend ist. Arschloch. Du, ich hab da rausgefunden, dass wenn... Also die Aura, das ist ja so ein webendes, so eine webende Masse. Und wenn du da drin so kleine, Glitzersteinchen oder sowas siehst, das könnte das, also die glitzern nicht, sondern das ist eher so ein Glitz. Wovon redest du? Naja, also hier dieser Foren-Eintrag und dann steht da halt so ein schamanisches Scheiß. Ich hab keine Ahnung, wovon der redet. Ja, ich auch nicht. Gut.
Aber da steht, so kannst du Naniten rausfinden anscheinend. Ah, ja, der vielleicht. Ich nicht. Naja, versuch was. Also ich danke dir dafür, aber irgendwie finde ich das immer ganz großartig, wenn mir irgendwelche Leute zu helfen versuchen, was ich meine, es ist ja nett. Aber ich weiß die meiste Zeit nicht, was sie eigentlich von mir wollen. Also doch, ich weiß, was sie von mir wollen, aber es ist irgendwie. Naja. Kaban? Hm? Als dir Cyberware eingesetzt wurde, da hat man doch danach auch Blutproben genommen und da hat man doch auch. Da hat man doch so einen Wisch bekommen, wo dann drin stand, wie viel Naniten noch im Blut übrig war. Kann es sein, dass man durch eine Blutprobe vielleicht viel eher feststellt, als durch so ein Kackgerät und man euch versucht hat, über den Tisch zu ziehen und dass das eigentlich alles viel billiger sein kann? Nein. Okay. Ich vertraue da meiner Connection normalerweise. Ja, aber vielleicht wurde die ja auch über den Tisch gezogen, weil jemand 800 Millionen verdienen wollte. Möglicherweise ist das so, ja. Und ich meine, ich habe das auch nur bekommen, als ich mir legal Cyberware habe einbauen lassen. Dann später nicht mehr so, aber. Nee. Es sind ein paar Stunden rum. Ich könnte Olga nochmal anrufen. Ich könnte aber auch erstmal gucken. Ja, guck du mal. Vor allen Dingen, ne? Sie sagt zu dir, in einem Gebiet ohne Matrix und ruft vorher erstmal Olga an. Alles klar. Stimmt, ich kann Olga nicht anrufen. Doch, du kannst sie genauso anrufen durch irgendwelche Proxy- und Router-Scheiße und was weiß ich, easy. Ich habe 4 Erfolge beim Kaban angucken. Das tut mir so unendlich leid. Dass du hättest 6 haben müssen. Nein, 5 plus ist der Mindestwurf. Aber warte. Das ist so gemein. Ich dachte, 4 reichen. Ich glaube, es war bei Shadowrun 4, wo 4 reichten. Nee. Du erkennst tatsächlich auch, dass sein Immunsystem nicht so das Shit ist und dass das auch mit der Cyberware tatsächlich auf jeden Fall zusammenhängt. Falls er dir irgendein Cyberware-Dings verschwiegen hat, jetzt erkennst du es wirklich. Also zumindest, wo noch was ist, aber er hat dir eigentlich nichts verschwiegen. Betaware hat er sowieso nicht, Pui. Nee, dann, du erkennst halt nicht mal was Neues. Scheiße. Also, ne? Cyberaugen, Plastikknochen. Kunstmuskeln, Datenschutz. Ja. So, dann guckt sie sich selbst. Mit 2 Erfolgen, da erkennt sie erst recht nichts. Sie ist immer noch nicht krank. Magisch. Ja, hey, ich bin magisch. Hey, du erkennst diese Aura wieder. Hey, steht hier, Recognition of Aura. Und du bist Und dann guckt sie zur Sicherheit Vicky nochmal. Nicht, dass sie doch noch irgendwas drauf hängen hat. Da fehlt mir noch Moran 2, okay. Mit 2 Erfolge. Die auch Cyberware interessiert dich ja eher nicht mehr so, ne? Nö. Okay, das ist eine degenerative Krankheit. Okay, Also, ich sag dir es kurz, du kannst dir denken, wie sich das irgendwie so äußert, klar. Ja, ich weiß das. Naja. Irgendeine degenerative Nervenerkrankung. Das muss nicht Nervenerkrankung sein. Na, wenn sie zittert, wahrscheinlich schon. Ich mag, dass du mitcheckst. Es könnte auch zusätzlich eine starke Tremorneigung sein, die damit absolut nichts zu tun hat. Du meinst mit einem, der Arm zuckt plötzlich mal hoch. Hey. Die hat sich die Haare aus dem Gesicht machen wollen, denn die kitzelten. Mehrfach. Ja. Besonders wenn sie aufgeregt ist, dann passiert das besonders oft. Das ist so ein Tick, den sie hat. Das habe ich vielleicht früher gesagt, ja. Und abgesehen davon ist es so, dass sie halt auch eitel ist und eitle Frauen müssen sich dann ab und zu mal die Haare aus dem Gesicht wischen. Selbstverständlich, das ist ja auch alles in Ordnung, hat Jule vollstes Verständnis für. Ja, das ist schön. Ja, könnte schon eher so eine Nervenerkrankung sein, ja, wenn man da 1 und 1 zusammenzählt. Sie fragen, wie gut Jojo Mathe ist. Gar nicht so schlecht eigentlich. Du bist echt auf diesen furchtbaren Witz eingestiegen. Ich, ich bin dir da ein bisschen dankbar drüber gerade. Bitte. Okay. So, ich kann erstmal nicht sehen. Okay. Also, bei keinem. Es ist auch keine magische Verbindung mehr von irgendwem von uns da. Das geht schon. Vicky nimmt ein Medikit und packt das mal an euch ran. Körperlicher Zustand ist okay. Also hat sich nicht verändert. Okay, wenn wir da so eine Blutprobe, können wir die analysieren irgendwie? Na, nicht im Medikit. Aber ich könnte mal Olga anrufen. Ja. Jetzt müsste sie wach sein.
Ja, ich bin trotzdem mal kurz AFK. Was? Ja, einfach so, ohne vorher zu fragen. Arschloch. Ihr könnt euch ja schon mal überlegen, potenziell, was Naniten alles machen könnten und wie ihr das dann feststellen könntet. Seid doch mal klug und kreativ. Ich weiß, ihr könnt Naniten das können einfach gehen. Das finde ich super. Naniten könnten einfach uns alles auffressen, das würde man dann aber erkennen, weil wir dann erhöhtes Kreatinin hätten. In den Muskeln, in der Niere. Das würde man aber nur im Urin feststellen können. Schön, schön, schön. Ja. Oder sie wirken hämolytisch und fressen unsere Blutzellen auf. Schön. Oder sie fressen unsere Nerven auf. Also unser Hirn. Das tust du gerade, Alter. Oder unser Rückenmark. Rede nicht so böse Sachen zu mir. Sie können auch einfach einen Peilsender in uns drin bauen, der dann irgendwann angeht. Das könnten sie auch machen. Sie könnten sich auch einfach an die Connection zu unserem Cyberware setzen und die killen. Sie könnten sich entscheiden, irgendwann in die Luft zu fliegen. Sie implantieren uns eine Cortex-Bombe im Gehirn. Quasi. Sowas Boah, ähnliches. Geil. Coole also jeder Nanit hat quasi so einen Mini-Sprengsatz drin. Also mikroskopisch klein, aber so in der Masse könnte das schon Spaß machen. Vor allem im Herzmuskel oder sowas. Ja, genau. Aha, es zerreißt mir das Herz. Richtig. Mein Herz. Die können sich auch einfach im Herzmuskel ansiedeln und den verstopfen. Carbon, du hast mir das Herz gebrochen. Oh, Scheiße. Wie bitter das ist, so Knöpfchen drücke, putz. Ja. Habt ihr das Herz zerbrochen? Putz. Genau, du hast mir das Herz gebrochen. Solange du nicht dein Herz erbrichst, ist alles gut. Ich erbreche mein Herz nicht. Alter, das muss aber schmerzen. Das geht auch irgendwie nicht. Mit Naniten ist das alles möglich. Ja, aber dann bin ich ja tot, bevor ich mein Herz erbrechen kann. Ja. Du musst es ja erstmal in meinen Magen kriegen, um es erbrechen zu können. Aber das könnten die Naniten vielleicht auch. Berthold bricht auch. Berthold Brecht. Mhm. Berthold bricht, genau. Sie könnten auch irgendwelche Toxine in uns freisetzen. Das könnten sie auch. Sie könnten oder auch sie könnten... Krebs verursachen. Ja, oder sie könnten sich halt an irgendwelche Rezeptoren ranhängen von uns, irgendwelche Drüsen, und die ganze Zeit ausschütten lassen, damit das auch irgendwann toxisch wird. Zum Beispiel... Sie könnten uns Diabetes geben. Ja, das meinte ich zum Beispiel. Wenn man einfach den ganzen Blutzucker vernichtet, dann unterzuckert man und stirbt daran. Ja. Oder man überzuckert. Quasi geht ja auch. Dann müssen sie unser Insulin fressen. Oder Richtig. Unsere Bauchspeicheldrüse zerstören. Naniten sind so böse. Sie könnten auch einfach uns Nierensteine verursachen, was höllisch wehtut. Sie könnten uns Gallensteine oder Blasensteine verursachen. Sie könnten uns einfach ein Loch in den Darm fressen. Einen künstlichen Darmausgang in dem Bauch. Genau, das ist da stirbt man ganz besonders schnell, habe ich mir sagen lassen. Und schmerzhaft. Und widerlich, weil wenn der Arzt das aufschneidet, kommt die ganze Scheiße raus. Sie könnten Haarausfall verursachen. Das ist hart. Sie könnten dir den Penis von innen auffressen. Alter. Nicht witzig. Oder den Hoden von innen auffressen. Das mag noch gehen, ich brauche eh keine Kinder. Ja, aber dann hast du auch viel zu wenig Testosteron und, ne? Alles dann geht man nach Dr. Baryshnikov. Ja, gibt's ja alles künstlich, ne? Eben. Was könnten sie denn noch tun? Ich habe langsam keine Lust mehr. Sie könnten ekelhafte Hautausschläge verursachen. Sie könnten Allergien... Sie können doch einfach, ganz witzig, einfach nur den Farbstoff auf unsere Haut packen, in unsere Haut, oberste Hautschicht und dann sich einfach auflösen. Ja, oder es waren gar keine Naniten. Zum Beispiel. Das ist immer noch die Lieblingslösung von mir. Ja, ist wahrscheinlich sind wir wieder völlig überparanoid. Wir sind nicht paranoid, wir sind einfach nur vorsichtig. Ja, ich weiß. Paranoia heißt nicht, dass man nicht verfolgt wird. Es ist ermüdend, ich bin müde. Ich auch. Das ist kein Wunder, wir waren auch die ganze Nacht wach. Stimmt. Aber immerhin, wir könnten schon mal anfangen, das Zeug zu sichten. Das können wir tatsächlich tun. Ja, wenn wir einen Spielleiter hätten, der uns jetzt sagen würde, was ja. für ein Shit. Das Allerdings. Wäre voll klug, wenn wir jetzt einen Spielleiter hätten, oder? Ja. Niemand mag Spielleiter, die einfach gehen. Ja, finde ich auch. Das könntet ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben, dass das so ist. Genau, bitte tut das. Bitte, bitte helft uns. Das schneidet genau. Ihr bestimmt einfach raus jetzt. Wahrscheinlich. Drecksack.
Deswegen sollten wir auch die ganze Zeit erzählen, was Naniten alles Schönes machen können, damit er was zu lachen hat, wenn er schneidet. Richtig. Naniten können unser Bankkonto erhöhen. Das ist auch... wie? Naniten sind wichtig und können das. Okay. Naniten könnten uns wunderschön machen. Stimmt. Sie könnten einfach automatisch unsere Falten unterpolstern. Kann man eigentlich mit Nanitenbrüter und einer Nanitenmaske quasi die ganze Zeit in der Nanitenmaske tragen? Nee, ich glaube, ich geht nicht. Das ist so schade. Ja, aber es wäre echt witzig. So Anti-Falten-Naniten finde ich super. Anti-Aging-Naniten. Super. Ja, Anti-Aging-Naniten. Auch im Alter noch wunderschön. Ich finde, das sollten wir uns patentieren lassen. Ist wirklich gut. Horizon, Anti-Aging-Naniten. Ja, ich finde das hervorragend. Horizon oder Evo? Evo. Passt nicht zu Horizon. Jojo, mit Schrecken fällt dir auf. Durch die Naniten sind Kaban bereits alle Haare ausgefallen. Wir haben gerade festgestellt, dass das Anti-Aging-Naniten sind. Ist alles safe. Genau. Die setzen sich automatisch unter die Falten und polstern die Falten aus. Richtig. Aber. Weißt du, wenn er mir mit sowas kommt, warum sagt er nicht gleich, die verjüngen auch meinen Körper, dass er kräftiger und geiler und klüger und was weiß ich ist, aber es geht um die Falten. Alles klar. Sicher ihr wisst eben doch, worauf es hier ankommt. Anti-Aging-Naniten. Solange ihr schön seid, ist mir alles egal. Ja. Beauty. Du achtest sowieso nur auf unsere Schönheit. Ja, na klar. Du willst nur unsere Körper. Richtig. Na, der Lisa. So, wir hatten ja noch Zeit. Wir wollten. Du wolltest Olga anrufen, hast du gesagt. Genau. Und währenddessen, das habe ich schon gerade mal angedingt, den Kran mal sichten, den wir wollen den Kran mal sichten, diese AR-Papiere. Judy, eins nach dem anderen. Eins. Olga. Guten Morgen, mein Sonnenschein. Morgen. Was verschafft mir diese frühzeitige Ehre? Warte mal kurz. Guck nicht so, als würdest du leid tun, du hast es genossen. Ja, bitte. Du bist doch hervorragend ausgestattet und dein Kopf ist voller Wissen. Gerade war ihr Kopf nur voller Schwanz. Ruhe da hinten. Nicht schlecht. So, sie schweigt. So, du bist doch bestimmt dazu in der Lage, über eine Blutprobe rauszufinden, ob Naniten in einem Körper rumgeistern, oder? Die meisten. Cool. Und die du nicht rausfinden kannst, ist irgendein Ultra-Special-Shit. Ja. Cool. Dann, macht's dir was aus, wenn Kaban und ich gleich vorbeikommen. Ihr kennt euch ja schon. Nee, das macht überhaupt nichts aus. Okay. Bis gleich. Bis später. Beep. Sie freut sich schon auf dich. Sehr schön. Tut mir leid, Olga. Mein Herz gehört der Liebesgöttin. So, Spielleiter, Kramsichten. Ja, also der Schmuck. Könnte sogar recht... Er hat halt überhaupt keine Schmuckkönner, aber es sieht nicht aus wie Plastik und Glas. Also es könnte schon was wert sein. Sieht schon aus wie echte Edelmetalle. Ist auch nicht ultra viel, aber ja. Ne? Man kann es einschmelzen. Man könnte es auch verhökern. Man kann es auch einschmelzen und sich daraus einen kleinen Goldbuddha machen. Oder man kann es einfach einschmelzen und es dann eingeschmolzen verhökern, damit der Schmuck nicht irgendwo wiedererkannt wird. So special ist er nicht. Aber ja, so. Die Idee ist prinzipiell okay. So, gut. Dann die kommen links. Die will ich eigentlich, bin ich mir nicht sicher, ob ich die anmachen möchte, aber was sind denn das für kommen links? Okay, also die AR-Papiere. Ja. Da müsste mal Logik. Ja, Logik, das klingt gut. Nur Logik oder halt, mit da gucken wir nochmal kurz eure Charaktere an. Jojo, Logik und Gesetzeskenntnis. Kaban, Logik minus 1. Null Erfolg, ich bin gut. Das sind Wörter. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Wörter und Wörter, aber das ist egal. Das ist beides. Wörter. Das
2 Erfolge. 2, na Juti. Okay, das sind Schreiben und offizielle Dokumente, die mit dem Urheberrechts- und Patentamt ausgewechselt wurden, um verschiedene Werke medialer Art anzumelden. Hauptsächlich der Horizon-Bildungsscheiß. Ups. Davon müsste halt immer noch eine Kopie dann beim Patentamt liegen und bei Horizon, weil die haben das ja dort mal produziert. Die sind eigentlich der kleinste Teil der Sache. Machen wir mal Logik minus 1, bitte. Ein Erfolg. Sehr gut. Irgendwas stimmt mit denen nicht. Du hast... Naja, das ist ein Erfolg. Du meinst, da könnte ich vielleicht mal Gandhi fragen. Also mit denen stimmt was? Nee, mit denen stimmt alles. Aber potenziell... Ja, frag einfach Gandhi. Und die Comlinks... Die werden wir dann doch irgendwo anmachen mal. Naja, du zur Not baust du halt die Festplatte aus und ja, ne, benutzt nur die Festplatte. Ist ja alles easy. Da geht es... um dieselben Werke zum Teil, aber da ist der Urheber offenbar Zenit. und es ist so, dass es da noch ein paar Nachrichten gibt vom Patentamt einzelner Mitarbeiter, die vielleicht nicht hundertprozentig, sagen wir mal, rechtschaffen sind. Das ist ja in Russland eher ungewöhnlich. Es wirkte so, als könnte es so gewesen sein, dass Zenit Patente hatte und also oder eher halt Urheberrecht auf manchen Dingen da, ne, so irgendwelche, gerade im Bildungssektor, und dass dann plötzlich aber durch verschiedene Geldflüsse Horizon Urheberrechte an diesen Dingen hatte. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Dinge wirklich öffentlich machen will, denn eigentlich, also ich meine, ich mag auch Horizon nicht, aber lieber als Zenit. Wir können die trotzdem verkaufen. Und unsere Jungs wollten ja auf jeden Fall als Gegenleistung das haben, was da nicht stimmte. Echt? Wollten die? Deswegen sind wir da reingegangen. Ja, die wollten den Knoten haben. Die wollten den Knoten haben, damit die rausfinden können, wo die Hackerin zuletzt war oder was, wie sie die Hackerin finden können. Deswegen sind wir da rein. Ja, aber wollten die nicht auch wissen, also haben die nicht gesagt, ja, warst du nicht in dem Laden und das wäre ganz cool? Haben die das nicht gesagt? Hä? Okay, dann habe ich das für. Ich weiß es nicht mehr. Liebe Community, Rote, das wäre eure Möglichkeit. Das ist für die über 5 Wochen her oder so. Ja, für uns doch auch. Nee, für uns weniger. Echt? Sie wollten den Knoten. Ja. Davon war zumindest immer die Rede. Wie kann das für uns weniger weg sein als für die? Na, wir können mal gucken, ob wir das entweder irgendwie loswerden. Aber ehrlich gesagt will ich Zenit jetzt nicht nur unter die Arme greifen. Egal. Können ja mal gucken, ob sich irgendwie was ergibt oder nicht. Wir müssen erstmal wissen, was damit überhaupt nicht stimmt. Achso, Jojo. Das letzte Mal, dass die Comlinks benutzt wurden, war zu dem Zeitpunkt, als der Zwerg meinte, die Hackerin hätte dort was in diesem Studio gehackt. Ah, okay. Das hängt also auch noch zusammen mit der Hackerin. Das könnte passiert sein. Es könnte sein, dass die da vielleicht irgendwie entweder ein Backup drauf haben oder dass die Hackerin war. Oder dass die Hackerin diese Daten haben wollte. Und dass sie wusste, was da abgeht. Also ich vermute, dass es dann was damit zu tun hat, mit diesem ganzen Urheberrechtsquatsch. Wirklich? Dass sie vielleicht für die Leute die Urheberrecht geklaut hat oder aber von Zenit wieder zurückholen sollte? Ja, irgendwie sowas. Wahrscheinlich wird es das gewesen sein. Geil. Und noch Urheberrechtssachen, ey, das ist sowas, das ist immer ätzend. Da sind die auch noch mal noch so hinterher. Weil es so viel Geld bringt. Ja. Wir wissen nur nicht, wer für wen, aber es ist auch gar nicht so wichtig. Eigentlich. Na, wenn sich rausstellt, dass das eigentlich alles Zenit gehört, was jetzt Horizon am Bildungsmarkt öffentlich an die Stadt und an die Schulen verkauft, dann ist Horizon im Bildungssektor raus und Zenit ist wieder drin. Ja, aber das will ich nicht. Ich sag mal, wenn das so ist, ne, und du das öffentlich machst und dann Horizon sagt, das finden wir gar nicht so cool, dann legst du dich halt mit einem Megacon an. Ja, eben. Und wenn es so lässt,
dann legst du dich ja nicht mal mit Zenit an, weil es ist ja schon so, wie es ist. Ja. Deswegen bin ich am Überlegen, es einfach so zu lassen. Und nur gegebenenfalls mal, wir können ja mal gucken, ob es irgendwen gibt, der da überhaupt Interesse dran hätte, aber ich würde man eigentlich... Man könnte auch... Haben wir nicht eine Verbindung zu Horizon? Wir haben eine Verbindung zu Aztec. Das gibt... Nee, vergiss es. Wir können denen das verkaufen, die veröffentlichen das und die haben Aztec hat damit doch gar nichts zu tun. Ja, eben. Das heißt, die können entscheiden, ob sie es verkaufen wollen, ob sie es machen wollen oder nicht. Die werden uns das nicht mal abkaufen. Oh, das ist Information über zwei Megacons. Ein Megacon und ein fast Arcon. Ja, meine ich doch. Oder Arcon, keine Ahnung. Aber damit können die quasi entweder sich bei Zenith einschmeicheln oder aber Horizon ärgern oder nicht Horizon ärgern und oder sich von Horizon halt einschmeicheln. Wir können aber auch einfach mal gucken. Was die dafür zahlen, richtig. Ich finde das eine super nicht Idee. Nicht nur. Da stehen wir halt, da haben wir halt einen Zwischenmann, den man nicht auf uns zurückverfolgen kann. Ja, warte mal. Es gab mal eine Zeit, in der ich mal ziemlich am Anfang noch Soll ich vielleicht rausgehen? Momentan findest nicht. Du das unhöflich? Wenn ich jetzt über irgendwas rede, was du nicht mithören sollst? Naja, keine Ahnung, ob kannst du das auch halt anders in meiner machen. Gegenwart... Warte mal. Ich frag nur, ob ich dabei bleiben soll und nicht. Oder ob du kannst ruhig, nee, du kannst ruhig hier bleiben. Ich mach's anders. Datenbuchse ab dafür. Cool. Wir wollen sie doch aber nicht aussperren eigentlich. Obwohl ja, eigentlich aber schon. Das sind Dinge, die muss sie nicht mitkriegen. Okay. Und dann habe ich voll im Boden den Leuten die Arme abgejagt. Junge, es war voll geil. Quatsch, nein, es gab mal eine Zeit, in der ich mit Billy ein Ding durch bei Zenith selber durchgezogen habe. Das war ein bisschen was anderes, aber zumindest in diesem Informationssektor weiß ich, dass die Worry da auch was zu tun hat, denn das war von der Worry initiiert. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob der Kerl was damit anfangen kann, aber ich schätze mal, dass er es kann. Outgame, erklär mich doch auf, was ich damals gemacht habe, so mit Zenith. Mit Zenith? Na, die haben da ganz viel über... Also die haben... Damals sollten wir dieses Gerät da oben an der Antenne anbringen, weil die Fake-Abos... Also die haben Doppelabbuchungen ja, gemacht. Klar. Ich weiß, das ist was anderes also, gewesen, so, aber... So, ich hatte das jetzt so verstanden, dass Zenith mit der Worry zusammengearbeitet hat, was nein, ja nein, nicht so nein, der Fall nein, war. Nein, 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 okay, das war nicht safe, der Fall, safe, aber ich weiß, dass die da ihre Leute drin hatten. Ja, dass sie die eisekalt ausgenutzt haben. Ja, ja, dass die da eisekalt was mit ausgenutzt haben, aber das war ja auch die, die auch viel mit Infos zu tun hatten. Und viel mit Geschäften und viel mit so einem, also die können wahrscheinlich am ehesten noch was damit anfangen, wo ich vermutlich noch am ehesten den Kram hinbewegen würde, weil wenn, dann fällt das auf die zurück und nicht auf uns. Genauso wie mit Aztec. Aber Aztec traue ich noch viel weniger über den Weg, weil ich da niemanden ja, kenne. Verstehst du? Naja, außer unseren Sicherheitschef, nicht wahr? Ja, aber wie gut kennen wir den denn? Wir haben den zweimal gesehen und das der letzte hat Mal hat er uns mitgebracht. Das letzte Mal hat er uns zähneknirschend so ein scheiß Programm gegeben, weil wir noch was gut bei dem hatten. Hey, zähneknirschend war es nicht. Ja, gut, aber der hat uns dieses Programm gegeben, weil wir noch was gut bei dem hatten. Der stand quasi bei uns in der Schuld. Das ist was anderes. Also ehrlich gesagt gebe ich solche Infos, mit denen man mich richtig ficken kann, lieber jemandem, den ich kenne und den ich schon ein bisschen länger kenne. Verstehst du? Schon. Nur ich glaube, dass der Megacon dafür mehr bezahlen könnte. Und natürlich dass, dass die uns eventuell noch, wenn die merken, so, hey, bei den Jungs geht was. Die können auch mal und die kommen auf uns zu und geben uns mal was. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so will. Also gerade Aztec nicht. Outgehen, du weißt nichts Schlimmes von Aztec. Richtig, Aztec hat eine der geilsten Images, die es gibt. Aztec hat vor allen Dingen eins der brutalsten Images, die es gibt. Und ich weiß, okay, dass wir ja, uns schon... ja, okay, ich gönne dir, dass sie etwas straffer vorgehen und etwas sich mehr durchsetzen. Vielleicht findest du es auch nicht cool, dass sie etwas rassistischer sind und etwas sexistischer. Gönne ich dir auch. Und vielleicht bist du nicht in Einklang mit ihrer Religion. Aber prinzipiell sind es natürlich schon die Geisten, ne? Na, das Ding ist einfach, dass ich bei Aztec einfach niemanden kenne.
Ich kenne nur diesen Typen und den kenne ich nicht gut. Das war eine reine Geschäftsbeziehung, die ich zu dem hatte. Und ja, die bezahlen vielleicht ein bisschen mehr, aber da kann ich auch davon ausgehen, dass da, wenn die das überhaupt haben wollen, weil die eigentlich nichts mit diesem ganzen Bildungsschritt zu tun haben, wenn die das überhaupt haben wollen, die werden uns dafür vermutlich so viel nicht bezahlen, es sei denn, die wollen da irgendwie mit ficken. Das Einzige, was ich mir noch denken könnte, wem wir das vielleicht noch andrehen könnten, wäre unserem Johnson, also unserem Johansson. Aber den kenne ich auch nicht gut. Okay, ja, machen wir einen von den Leuten, die du gut kennst. Das ist wahrscheinlich wirklich das Sicherste. Ja, also ich würde erstmal einen Kumpel drüber gucken lassen, weil der kennt sich zumindest besser mit diesem ganzen Geschäftlichen und auch mit dem ganzen Gesetzesscheiß aus. Ich weiß nicht, wie gut der mit Urheberrechtssachen ist, aber auf jeden Fall besser als ich. Okay. Ehrlich, und dann würde ich am ersten, je nachdem, wenn er sagt, dass das wirklich was ist, ich würde die Sachen echt am liebsten für Dor geben. Um ehrlich zu sein. Weil ich mir ja, bei der dem, kann auf jeden Fall ganz gut damit umgehen, ja. Eben, der kann da ganz gut damit umgehen und bei dem denke ich zumindest, dass das nicht seine erste Idee ist, uns zu ficken. Dich vielleicht. Glaube ich nicht. Plus. Das Ding ist halt einfach, wenn ich solche recht sensiblen Infos und noch an Aztec weitergebe, weißt du, und die sich dann, die haben damit echt ein Druckmittel gegen uns in der Hand. Die können dann immer noch sagen, ja, stimmt. Weißt du, das will ich eben nicht. Ich will nicht, dass jemand, den ich nicht kenne, ein Druckmittel gegen mich in der Hand hat und mich dann dazu zwingen kann, irgendwann Kram zu machen, den ich nicht machen will. Darum geht's mir. Das haben früher oder später sowieso genug Leute oder vielleicht jetzt schon, aber ich möchte nicht jemandem einfach noch diese Zusatzmöglichkeit in die Hand geben, weißt du? Wenn ich den Typen besser kennen würde, wäre es vielleicht was anderes, aber ich kenne ihn einfach nicht. Ja, das stimmt. Ich meine, er hat sich bis jetzt an sein Wort gehalten, aber also das wäre mir ehrlich gesagt echt das Liebste. Es ist halt, wahrscheinlich hat er, vielleicht freut er sich drüber, weißt du, vielleicht kann er damit auch was anfangen. Ich schätze sogar mal, dass er das kann. Ja, die werden das auf jeden Fall los. So ist das nicht. Also ja. Ärgern wird die das auf jeden Fall nicht, wenn sie es haben. Eben, das denke ich nämlich auch. Und ich glaube, das ist dann tatsächlich für uns die sicherste Variante. Und ehrlich gesagt, gehe ich da lieber auf eine Nummer sicher, als dass ich da irgendwie vielleicht ein Tausender mehr verabstaube, aber dann dreimal so viele Probleme bekommen kann. Easy? Ja, hast recht. Ja, ist gut. Okay. Die stöpseln sich wieder aus. Sorry. Das ist schon okay, deswegen habe ich ja was gesagt. Die Leute vergessen manchmal, dass ich da bin, das ist okay. Nee, mir war schon bewusst, dass du da bist. Ich fand's nur unhöflich, dich rauszuwerfen. Das kannst du da ruhig machen, das ist schon okay. Okay, easy. So, wir fahren jetzt am besten zu Olga. Die klärt das dann. Die sagte, dass sie die meisten Naniten findet, es sei denn, okay, den richtigen Special Shit. Und wenn die den richtigen Special Shit haben, dann haben wir eh Pech. Dann wissen die eh fix, wo wir sind. Und das glaube ich auch nicht. Also ich glaube nicht, dass die sich so in Unkosten gestürzt haben. Ich denke es auch nicht, aber das Zeug ist halt komisch und ich will es halt nicht riskieren. Ich verstehe es, aber ich kann es mir sogar vorstellen, dass das vielleicht sowas ist, wie man früher so Geldscheine also gesichert hat, weißt du? Nee, keine Ahnung. Man hat, das habe ich letztens mal im Film gesehen, man hat früher, wenn irgendwelche Bankraube oder bei Entführungen oder so ein Shit, wenn man da Geld hatte, dann hat man da irgendwie so einen kleinen Farbsprengsatz oder irgendwie sowas reingemacht, damit man das Geld wiedergefunden hat, oder damit die das Geld nicht ausgeben konnten, weißt du? Um die Scheine zu markieren, in Anführungsstrichen. Okay. Und heute geht sowas über. Dann kannst du das Geld aber auch wegschmeißen, das ist doch völlig Schwachsinn. Ja, natürlich, aber darum geht's ja nicht. Die wollen ja dann was finden, außerdem kannst du es dann immer noch umtauschen bei der Bank. Okay. Aber die Entführer können es halt nicht mehr benutzen, weißt du?
Okay, na gut, die werden sich wohl was gedacht haben. Ja, naja, egal, auf jeden Fall kann es halt sein, dass das tatsächlich nur ein Hey, wir markieren die mal war, weißt du, und die merken das nicht. Okay, war aber ein bisschen sehr offensichtlich. Ja, trotzdem. So, Juti, wir fahren am besten mal zu Olga und dann haben wir es hinter uns. Yay! Wir lassen uns Blut abnehmen, wir lassen es analysieren. Ich hätte gerne einen Trommelwirbel. Bum, 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 bum. Und der Gewinner ist nix. Dr. Borischnikow. Ihr habt nix. Cool. Da sagst so, du jetzt. Easy. Naja, vielleicht müsste ich dich nochmal ein bisschen genauer untersuchen. Sie zwinkert. Dann besten Dank, Olga. Was kriegst du von uns? Später vielleicht mal. 200 insgesamt. Beauty. Kriegt sie. Sie ist schön. Sport, ja. Easy. So. Dann werden wir zu Gandhi fahren. Nee, das kann Jojo alleine machen. Du wirst sie nicht mitnehmen. Kann er noch mitnehmen, ist egal. Ich fahre mit. Frag nur. Die nimmt ihn auch mit. Letztes Mal war ja auch dabei, als ihr genau über solche Sachen stimmt gesprochen habt. Stimmt, okay, gut. Easy. Sie fährt hin. Ja, ja, kommt an, easy. Tor-Sonnenscheibe. Meister unter der Sonne, du bist doch ein vertrauenswürdiger habe, Mensch. Ja, immer noch keine besseren Markennamen für die Lotions bekommen, aber deswegen seid ihr nicht hier, kommt doch einfach mit. Ja. Die Lotions sind super. Wir haben Vicky dann irgendwie zwischendurch mal im Auto. Ach so, ich dachte, die fährt euch noch. Ach so, nee, muss sie ja nicht. Wir können ja auch irgendwann selber fahren. Ja, easy. Dann wird sie entlassen sein. Geil on. Die muss ja auch mal schlafen, die Arme. Genau. Eben. Muss ja, ja nicht. Easy. Es ist so, dass sie also dann in das Büro geht und er sich in die Hängematte legt. Nehmt. Ich habe da einen Sitzsack und da einen Stuhl. Der Sitzsack ist ultra unbequem, aber naja. Ich schmeiß mich in den Sitzsack und guck, ob der wirklich unbequem ist. Ist der wirklich unbequem? Pass auf. Ja. Meister unter der Sonne. Wir haben hier eine ganze Menge Kram. Wir haben leider nur eine sehr vage Ahnung davon, was es genau ist. Wir wissen, dass es wahrscheinlich irgendein Urheberrechtsscheiß ist, aber wir kennen uns nicht aus. Genau. Du dich bestimmt. Patente oder Urheberrecht? Beides, glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich habe mich vorhin versprochen, es war nur Urheberrecht. Achso, dann nur Urheberrecht. Schade. Okay. Magst du mal einen schnellen Blick drüber werfen, schnell tust du es nicht, trotzdem. Schnell nicht, wenn ihr gesagt habt, eine ganze Menge. Wirfst du mal einen Blick drauf. AR-Papiere? Ja. Mhm. Wollt ihr mich umbringen? Nicht nur. Will jemand von euch sich ein bisschen rollen lassen? Das kann jetzt ja ein bisschen dauern. Nee, ich glaube, Ist easy, dann viel Spaß. Ich brauche jetzt hier ein bisschen. Ja, ja. Ich bleib hier lange. Pflanz mich da hin und versuche mich da möglichst. Es gibt, ihr hattet ja letztes Mal einen Kasten mitgebracht. Ich denke, da ist noch was drin. Obwohl ich nicht vermute, dass ihr da jetzt irgendwie was euch genehmigen wollt. Nö, vielleicht zischt du ja auch mal kurz ab und lässt sich in der Zeit mal kurz bei der Gang blicken oder so. Ja, ich lass unser Zeug nicht unbeaufsichtigt. Ja, klar. Deswegen bleibt der Herr da. Das ist ja nett, dass du ihn einfach da lässt. Wie so im Kaban im Ballparadies, weißt du? Ja, genau. So, Mutti holt dir wieder ab, keine Angst. Ja. Dauert dann halt alles ein bisschen, du kannst ja irgendwie die Zeit vertreiben, ist ja alles easy. Irgendwann kommt Jojo wieder. So. Ich fliege halt mit einer kleinen Drohne rum. Das ist ja alles ganz schön interessant. Richtig. Ich müsste mir nochmal genauer dieses Papier und vor allen Dingen diesen Stempel da angucken, diesen AR-Stempel. Weil ich ja nun mal kein Hacker bin. Aber was ich glaube ist, ich meine, Nachrichten kann ja jeder auf so einen Comlink packen, ne? Und die Sachen, die auf dem Comlink sehen, sehen dateitechnisch
Weiß ich nicht. Müsste ich nochmal genauer gucken, aber kann sein, dass das auf dem Comlink irgendwie ein bisschen gefälscht ist, ne? Gefaked, alles klar. Ja, und dass der Stempel auf den AR-Papieren hier so vorbereitet ist, dass du dann theoretisch vielleicht das ziemlich echt aussehen lassen kannst, aber dann halt zwei Namen tauschst, nämlich Horizon und Zenith. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Okay, das heißt... Aber es könnte auch andersrum sein. Nein, eigentlich. Also ich glaube, Zenith versucht, Horizon zu ficken. Alles indem klar. Sie sagen, das sind unsere und das dann quasi auch beweisen können mit diesem kleinen Studio, denn so ein kleines Studio andersrum, können sie sonst nicht grade, wehren. Du hast es gerade andersrum gesagt. Okay, jetzt einwandfrei. Also es ist so, Horizon hat was erstellt und Zenith versucht es so aussehen zu lassen, als hätten sie das ursprünglich gemacht und Horizon hätte es geklaut und über so ein kleines Studio kannst du es vermutlich relativ gut regeln, weil die, ne, die sind nicht so sicher und da ist nicht alles so koscher und da kannst du sowas mal machen. Also so sieht's aus. Ich müsste mir die Papiere nochmal mit einem anderen Gerät angucken. Also Horizon hat das schon wirklich gemacht, aber Zenith sagt, das ist halt geklaut, also die hätten das geklaut. Noch haben sie es nicht gesagt, sonst gibt. Also ich habe gerade durchgeguckt, ob es irgendeine Urheberrechtsklage da gibt, die ist noch nicht öffentlich. Huh. Und geeinigt haben sie sich auch nicht. Also noch nicht, aber sie könnten den Trigger halt immer ziehen. Bam, Alter. In your face, Horizon. Dann spritzt Zenith seine Ladung rein. Verstehst du? Alles klar. Läuft bei denen. Ja, ne? Party. Cool. Besten Dank. Dann nehmen wir die Papiere da. Das kann ich das Gerät... Obwohl, das ist dumm. Ich hol das Gerät morgen. Reicht das? Ja, passt schon. Okay. Dann hol ich das morgen. Dann guck ich nochmal drüber. Dann passt das. Okay. Außer natürlich... Jemand von euch oder beide erklären sich bereit, dieses hervorragend gehende, sehr kundenbesuchte Studio hier zu führen und ich hole sie jetzt. Na, geht auch. Ich meine, ich will ja meinen Arbeitsplatz nicht verlassen, dann kommt Jojo und haut mir auf die Fresse, aber das könnte ich dann halt einiges so beschleunigen. Ja, passt schon. Geil, bis dann. Trink mir ja nicht mein Bier mehr. Ich gucke ihn an, mal so klock das Bier auf. Klar. Alles klar, ist ja nicht so, als wollt ihr was von mir, ist ja okay. Fink doch ja, könnt ihr kurz mal sowas. Ich dachte, du hättest uns gerade eingeladen. So ist es weg. Weil ich bei dir im Hintergrund direkt ein Glas höre. Alles klar, sehr gut. Ja, der holt den Scheiß, guckt sich das an, bestätigt seine Meinung von vorhin. Kaban, du kriegst einen bösen Blick, weil der Bier seufzt, was er mitgebracht hat. Dann hält er die Hand auf. Für meine Mühen verlange ich... Geld. Wie viel? $300. $250. Ich hatte Verhandlungspartner. $270. Ich wollte jetzt gerade 275 sagen, aber das wäre dumm gewesen. 265? Wieso den kannst du halt sagen, das wäre die 75? 280. 266. Ich wollte das gerade wirklich so sagen, 275. Moment, nein, das wäre kein Sinn. Hast du Inkompetenz verhandeln? Ich hatte mal so einen Charakter, das war ziemlich schlimm für die Gruppe, du. John Cena ist dich, die haben immer das Maul gestopft. Ich hatte das auch, das war super geil. Also 266 ist mein letztes Angebot. Ja, komm, nimm das. Geil. Was? 265 kriegst du so. 66. Und 265 und die letzte Flasche Bier. Die ist sowieso mir. 265 und er kotzt das Bier wieder aus, was er mir weggetrunken hat. Auf deinem möglichst Flur? Möglichst ins Klo. Gerechtigkeit. Ne. Dann 266. Und dann lieber 266. Okay. Das trage ich jetzt nicht in die Gruppenkasse ein. Doch, das tust du jetzt. Das eine nur Yen, das zieht Kaban sich ab. Ich trage mir dieses eine nur Yen da ab. Es ist schön, dass wir die wichtigen Dinge klären. Gut. Ich habe es mir jetzt ich abgesucht. Hasse so krumme Beträge. Ich weiß das. Aber es passte jetzt halt.
Ainuyen haben oder Ainuyen nicht haben, ne? So. So. Gut. Wenn wir das wissen, ja, möchte ich zu Fedor. Ihr werdet nach etwa einer halben Stunde Wartezeit hineingelassen. Entschuldigung, Leute. Es war dringend. Cassiopeia fühlt sich nicht. Nein, es war wirklich was Wichtiges. Setzt euch. Alles easy. Ein Limoneneis. Ihr möchtet ein Limoneneis. Das ist schön. Gerne. Und er hat eine Eismaschine. Was? Na, dafür ist dieser Entsafter mit dem echten Obst vom letzten Mal weg. Ja, okay. Trotzdem Eismaschine ist trotzdem geil. Ich weiß. Ihr bekommt jeder eine dicke, fette Kugel Limoneneis. Ihr habt eine Waffe bekommen mit einem Schoko-Dings. Also kein echtes Schoko, aber klar. Boah. Geilon. Cool. Wer auf meinen Teppich oder Stuhl kleckert, wird enthauptet. Hm. Wollt ihr ein Lätzchen oder eine Serviette oder so? Zwei, bitte. Ach, klar. Ihr bekommt ein paar Servietten. Eine für den Stuhl und eine für den Teppich, meinst du? Ja, genau. Passt halt auf. Hier habt ihr ein paar Servietten. So, danke. Wir haben was für dich. Vielleicht, wenn du da Bock drauf hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich Bock drauf habe, bis du mir sagst, was es ist, ne? Urheberrechtsstreitigkeiten. Infos. Aha. Zwischen Horizon und Zenith. Ich weiß nicht, ob du auf sowas stehst oder nicht. Oder ob du sowas los wirst oder nicht. Könnte schon mein Interesse wecken. Könnte schon dein Interesse wecken. Ist auch aktuell, ja? Also. Ganz frisch, ganz aktuell. Sogar noch nicht... oder zumindest noch nicht offen. Präpostum. Und ja, Präpostum ist quasi ein sehr schönes Wort. Okay. Quasi. Das ist natürlich, da das Interesse wächst. Die Sache ist, wo habt ihr das denn circa her? Na, aus einem kleinen, na, da wo es quasi entstanden ist. Also bei der Urheberrechtsbehörde. Nee, nicht bei der Urheberrechtsbehörde, sondern da wo... In dem Filmstudio. Genau, da wo die Produktion stattfand. Ja. Okay. Konzern gegen Konzern. Das liebe ich ja. Plus die Vermutung, also Con-on-Con-Action ist eigentlich wirklich das Geiste, ne? Tja. Two Cons, One Urheberrecht. So quasi. Also die, bei den einen ist es, wir wissen auch schon, wer vermutlich produziert hat und wer vermutlich da am Rumspacken ist und wer die Person... Das sind keine Streitigkeiten, das ist der eine ist wirklich im Recht und der andere... Der eine ist wirklich im Recht und der andere ist gerade dabei bemüht, ist gerade oder hat quasi Leute bezahlt, um Informationen zu fälschen, die dafür sorgen, dass das Recht möglicherweise nicht mehr recht ist. Ist das jemand Wichtiges, der die Informationen gefälscht hat? Von einer Skala von Script-Kiddie zu Aztec selbst. Nein, Lofwir selbst. Nein, das ist kein Hacker. Fastjack selbst. Nein, den kein. Na, Fastjack selbst ist es nicht, aber die Trussi ist schon eine größere Nummer. Okay. Gut, da sind ja erstmal ein paar schöne Grundbedingungen. Da muss man ja auch nochmal kurz an der Kugel stecken. Ja. Kostenvoranschlag. 7.000. Wenn ich drüber gucke, kann es sich abschwächen bis zu 5.000 und erhöhen auf bis zu 12, nehme ich an. Es sei denn, ihr bringt mir den krassesten Shit der Welt. Aber dann, ich weiß nicht, der krasseste Shit der Welt, das wäre halt irgendwie traurig, weil dann hätte ich ja nichts mehr für die Zukunft. Ja, das ist richtig. Also sagen wir mal 7 so circa und dann halt hoch runter ein bisschen. Finde ich in Ordnung.
Ja, passt. Immer her damit. Jojo händigt ihm mal die Infos aus, die wir so haben. Also so ein bisschen den AR-Shit und auch so die Festplatten, so die Fälschungen quasi. Ja, aber die eine Festplatte nicht. Ja. Yeah. Nee, ja, nee, nicht. Nee, nicht die Knoten. Naja, sondern die Comlinks. Die Comlinks, also alles, was in dem kleinen Schließfach war. Alles safe. Hast du das kopiert? Bitte? Ja. Verkaufst Wobei, nee, haben wir Infos? Nicht, ne? Haben wir nicht so. Das hätte er jetzt eigentlich mal nochmal fragen müssen. Okay. Ah, nee, ja, haben wir aber auch nicht gemacht. Beziehungsweise, also sind das exklusive Infos oder gibt's noch andere Käufer? Käufer gibt's keine anderen. Nein, wir haben noch eine Sicherheitskopie, die kriegst du dann aber auch. Ich fühle mich so geschmeichelt. Möchtet ihr warten oder soll ich euch Bescheid geben? Wir haben doch noch Eis. Richtig. Das ist Manni. Bin ja, voller Schokolade. Das sind 70 Seiten. Das ist aber nur das Papier. Was weiß ich, was auf den Festplatten ist? Dann muss ich ja auch noch mal ein paar andere Leute fragen. Und so. Alles easy, wir können auch später wiederkommen, wenn du willst. Ihr könnt auch hier warten. Ich habe im Vorzimmer einen wunderschönen Tritt aufbauen lassen. Na ihr dann. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Hast du noch was vor? Derzeit nicht. Gut. Juti, ihr geht raus, knallt euch in die richtig geil knarzenden Ledersessel. Ja. Das Knarzen wurde künstlich verstärkt, damit es geiler ist. Cool. Ist ja schon mal klar. Ihr findet dort eine erlesene Auswahl, jetzt nicht 100 so krass erlesen, aber schon ein bisschen erlesener an verschiedenen Tabakmischwaren, Schnäpsen und anderer geiler Sachen, keine Marshmallows. Und dann gibt's da Fernsehen und man kann andere Dinge machen und alles safe. Und dann wird er nach ein paar, zwei Stunden wieder rauskommen. Es freut mich immer wieder mit euch, das ist immer so schön, wenn ihr ankommt, dann gibt's eigentlich wenig Stress, also eigentlich fast nie, aber es gibt immer nur so gute Sachen, kann man schon durchaus machen. Also. 9. Nuyen. 9 Nuyen. Ja. 9000 wollte er sagen, Nuyen. Ja. Nee, 9 Nuyen. Ja klar, 9000. Hier, Credstick, 4,5 für dich und 4,5 für dich, aber nicht alles auf einmal ausgeben, ja? Machen wir. Auch ein bisschen an die Zukunft denken. Ihr wisst nicht, wie es morgen ist. Ich bring dir dann gleich die Sicherheitskopien vorbei. Gut. Sehr schön. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ich finde das auch okay. Kann man gerne mal wieder machen. Okay. Cassiopeia lässt grüßen. Danke. Ich hoffe, sie fühlt sich bald wieder besser. Nee, ihr geht's auch gut. Ich dann freunde gut. mich auch mehr und mehr mit dieser Sache an. Na gut. Ja. Also dann, weiß ich, morgen früh wäre schon gut, wenn ich das Zeug dann hätte. Ich bring's dir gleich vorbei. Achso, dann kannst du von abgeben. Alles klar. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. Du hast gesehen, dein Kauf wurde jetzt quasi vollständig abgewickelt. Hab ich gesehen, danke. Gut, okay. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ja, man geht, Jojo holt das Zeug, gibt's auch dann da ab, wo sie es abgeben soll. Easy. Ich meine, ihr habt dem Dude zwar jetzt nicht gesagt, dass ihr zusätzlich so von der Festplatte geklaut habt, aber hey, darum geht's ja eigentlich auch nicht. Das ist ja nicht das Grundding. Ja, das ist aber nicht das Grundding gewesen. Ja. Da wissen wir auch nicht, ob die Infos da drauf sind, denn da haben wir noch gar nicht drauf geguckt. Da wirst du ja auch nicht fertig. Genau, da wirst du auch nicht fertig so. Und darum geht's auch erstmal nicht. Genau, das bringen wir nämlich jetzt zu unserem kleinen Rumpelstilchen. Genau, der kriegt die Festplatte noch. Gut, der wird sich sehr erfreut zeigen tatsächlich. Mhm. Und wird euch dann... Er sagt euch halt Bescheid, wann er sich da mit seinen Kollegen dran macht, dem der ganzen Sache nachzugehen. Das sollte wohl reichen, ihm braucht nicht mehr irgendwo anders noch was holen. Und ja, er meint halt, es kann sein, dass er euch dann vielleicht direkt neben sich haben will zum Stöpsel ziehen, falls nötig. Kein Ding. Okay. Geile Scheiße. Ja, Jojo, weißt du noch, wo man das Zeug hier loswerden kann? Ich deute einfach mal so auf unser, auf so ein Bild von, auf dem Comlink von dem Schmuckstücken. Weißt du, wo man sowas? Nee, eher weniger.
Also, Kaban, du kannst es natürlich loswerden. Jojo hat noch Hehlermärkte, so ist es nicht. Kennst du dann da vielleicht noch wen? Aber du hast doch sowieso jemanden, der alles delikat, na gut, Delikatessen ist natürlich jetzt so eine Sache, da hast du recht, warte. Nee, richtig, der ist eher so auf andere Sachen spezialisiert. Der Adrian. Der Schmuggler wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber der schmuggelt auch eher anderes Zeug. Menschen. Thales und so weiter. Ich weiß nicht, ob die Gang mit sowas was anfangen kann. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nee. Dachte ich mir. Sagen wir es mal so. Es gibt einfach genug zwielichtige An- und Verkaufsstellen, nennen wir sie mal. Auch in schlechteren Gebieten, was sich auch einigermaßen mit Hehlermärkten deckt, in Donskan, so, die dann sagen, oh, ihr habt Zeug, oder, naja, dann her damit, und ich hab da ein paar Nuyen, das wären so ungefähr 300 sein. Na, sagen wir mal 600. Na, ist die Frage, was das Zeug denn tatsächlich wert ist, darum geht's. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Okay. Obwohl, hast du nicht Metallverarbeitung? Ja, ich hab Metallverarbeitung als Wissensfertigkeit. Sag mal, ist Gold nicht auch ein Metall? Natürlich, Silber auch, Platin auch. Das ist ja richtig krass hier. Mach doch mal Logik und diesen wunderbaren Wissensskill, von dem ich nie dachte, dass er irgendwann relevant wird. Cool. Wupp, wupp. Ein Erfolg. Jo. Na, immerhin. Der Typ macht einen okayen Preis. Jutti. Vielleicht kriegst du noch irgendwo mehr, aber ja, egal, vermutlich versuchen sie dir auch oft weniger anzudrehen. Ja, nee, dann kriegt er das Zeug. Alles Jutti. Geil. Also habt ihr insgesamt heute 4.800 Millionen verdient. Ja. Krasse Wurst. Schreibt euch das Wiki noch ein bisschen was davon abgeben? Also wir nehmen jeder 4.000 und Wiki kriegt vielleicht noch von uns jedem 600? Die hat schon 1.000 von uns gekriegt, ne? Ja, trotzdem. Wir hatten ja gesagt, wenn wir da noch mehr rausholen, kriegt sie auf jeden Fall noch einen Bonus. Ja, ja. Das war halt nur gerade so Verhältnismäßigkeit abchecken, aber das passt schon. Ja, nee, aber wenn sie von uns jedem noch 600 kriegt, dann kriegt sie jetzt noch 1.800 insgesamt. Das ist doch mal was. Richtig. Drücken wir erst in die Hand. Ja, wir rufen nochmal Vicky an, treffen uns nochmal mit ihr, dann kriegst du noch einen Quetzstick von 1.800 von euch mehr. Noch 600 kriegst, meinst du? Nee, Moment, wie viel haben wir jetzt gekriegt? 4.800 pro Nase. Genau, dann kriegst du jetzt von jedem von uns noch 800 Nuyen. Okay, weil du gerade 600 sagtest, aber dann Verzeihung, ja, nee, mehr, ich meine 800. Alles ganz verwirrend. Ausgezeichnet. Da freut sie bedankt sich recht herzlich, freut sich gar wunderbar. Und hier, wir schon, Kaban, wenn du was lernen willst, komm zur Mutti. Jo. Die bringt dir was bei. Oh Gott. Kriegen wir hin, denke ich. Oh ja, alles klar. Lass es nur nicht Freya wissen. Scheiße. Schön, da haben wir das quasi hochgeschafft. Die Gang kriegt ihre obligatorischen 500. Müsst du das mit Geld für Karma machen? Ja, ich würde das jetzt einfach wieder ansammeln. Naja, das ist okay. Kein epischer Endkampf? Ist doch sicherlich nicht angebracht gewesen, weil ich habe so ein paar Sachen ausgewürfelt, wie lange die brauchen, wie lange kann Wiki die ablenken, bla bla. Und naja, war halt so, dass sie einfach länger gebraucht haben als die Runner. Von daher habe ich da jetzt nicht irgendwie noch einen Kampf reingezogen, weil es an der Stelle irgendwie auch sinnlos gewesen wäre. Kaban hätte die vermutlich eh verprügelt oder bla bla bla. Und da sie sich ja dann eh mit der Hackerin anlegen wollen, wäre halt irgendwie redundant gewesen, sich da gegenseitig zu verhauen. Und das ging ja auch eigentlich ganz gut. Und ich hatte halt mir am Ende jetzt Zeit, mit denen nochmal ein bisschen den Kram zu machen und nochmal aufzuzeigen, dass Horizon halt einfach perfekt ist. Ne? Das sind ja nie die Bösen, das ist ja auch ganz wichtig, dass man das versteht. Shumi will das nicht verstehen, aber die ist ja auch dämlich. Muss man ja einfach mal sagen. So.
Ich hatte mir irgendwas aufgeschrieben. Dass ich das hier geschnitten habe, das ist auch so ungefähr 7 Wochen her. Und ich mache jetzt das Intro und Outro und habe gerade nochmal kurz reingehört, um zu gucken, was da eigentlich so passiert ist. Und bin inzwischen so klug, mir auch Notizen zu machen, was ich da vielleicht noch im Outro erwähnen könnte. Und da steht jetzt hier, nicht auf Spieler hören. Und ich weiß ungefähr, was ich wollte, weil es gab so ein paar Situationen, wo ich beim Schneiden merke, dass wir uns unsicher waren, wie sich irgendwas verhält und ich dann immer auf die Spieler höre. Und dann höre ich, dass ich aber recht hatte mit meiner Meinung. Das ist halt ziemlich dämlich, das muss ich einschränken. Passiert auch noch ein paar Mal. Zum Glück jetzt erstmal nur so bei kleinen dummen Sachen wie, was hatten sich Kerban und Freya für das zweite Date ausgemacht? War es Essen gemeinsam im eigenen Heim und einen Film sehen oder war es was trinken gehen? Da höre ich schon wieder auf die Ehre. Naja, das ist ja nur um die Torte. Das ist ja irrelevant. Von daher, aber irgendwie, hier war auch irgendwas, wo ich auf die gehört habe und das war ziemlich dämlich. Egal. Bam. Was gibt's noch zu sagen? Es gibt noch Folgendes zu sagen. Die Musik ist von German Shepherd mit dem Lied Russian Self, meinem Great Style auf Yamendo. Was Yamendo? Also der Link ist in der Beschreibung. Und für alle rechtlichen Fragen auch Videobeschreibung. Ansonsten, grüß doch bitte mal deine Mama. Das ist wirklich eine klasse Frau. Ich bin ja auch jemand, der ab und zu mal abends eine heiße Milch mit Honig genießt. Und ich denke, du schätzt sie zu wenig wert. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Bis nächste Woche.